chart a course, the unstoppable force, pay a horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. In der letzten Folge. Scheiße, Flumi ist nicht da. Verdammt, da war irgendein Fehler. Wartet mal. Muss ich nicht auch aufnehmen jetzt gerade? Ja, das Intro kann ich mal alleine machen, wenn das wegkommt, ist nicht so schlimm. Wir machen dann eh nochmal kurz ein Aufnahmedings. Das passt schon. Aber genau, erst war doch hier noch epische Herausholung von Jojo. Ja, Rettungsaktion. Macht ihr das mal weiter, ich muss mir ganz fix einen Kaffee holen. Alles oder klar. Du hässliches Schwein. Glaube, ich denke gerade wirklich mal so einen Tee nach. Ich glaube, den müsste ich mir jetzt auch mal kurz so holen. Der hilft so gut, habe ich gehört. Du wart mal halt so lange, dann habe ich ein Problem, oder was? Kleinen Drink, naja. Naja, es sei euch verziehen, ist ja alles okay. Okay, vielleicht hol ich mir trotzdem keinen Tee. Das klingt noch vernünftiger. Ja. Also, Rettungsaktion und soweit ich das noch weiß, hast du mit der Drohne übelst alles zerschossen und Kaban ist auf einen draufgehüpft und hat ihn vor der Kanne abgestochen, ne? Ja. So war das. Ach, genau, Jojo hatte ein bisschen was abbekommen, ich erinnere mich. Da wurde geschossen. Ja, da ging's nicht dann so gut, glaube ich. Ja, man muss ja, man muss ja die alten Zeiten und so weiter. Und dann war er bei Damian. Ein sehr schönes Gespräch gehabt. Dann habt ihr da ein bisschen gechillt. Stimmt, dann, in der zweiten Folge haben wir dort nur gechillt, ne? Und dann sind wir zurück und da hat Vlad noch gemeint, dass du seine Bitch bist. Das weiß ich auch noch. Er wollte mich umbringen, glaube ich. Kurzzeitig. Aber, naja. Er hat dich nur gefragt, ob du vielleicht ein Verräter bist. Da muss man so einer Frage ja Nachdruck verleihen können. Natürlich. Was? Hey, dir sagt doch keiner die Wahrheit, wenn du dem nicht eine Waffe an den Kopf hältst. So halte ich das auch im alltäglichen Leben. Gehe ich mit dem Messer einkaufen und frage dann immer, sind das wirklich 1,50? Dann überlegt er sich das meistens. Sagt er, nehmen Sie es umsonst. Ne, da hat die mich einfach angelogen, die Schnalle. Aber ich glaube, das war tatsächlich alles, oder? Ja, ich glaube auch, also... Da Daddy gerade nicht da ist, hast du jetzt die Gelegenheit, ihn nochmal herzlich zu beleidigen. Das fette Schwein da hinten, ne? Das gerade seinen Kaffee holt. Ja. Christus. Ach, und Flumi ist auch noch nicht da. Ja. Ich glaube, über die mach ich mal im Leben nicht so witzig. Das ist nicht so gut, ich glaube, die hört es. Ach, Quatsch, Kinder, mehr hört die Intro und Outro, das davon kannst du einfach ausgehen. Außer ich. Vermutlich. Das stimmt. Hallo, zukünftig. Bei dir ist der Zauber noch nicht verloren. Jo. Juri, viel Spaß und bleibt geil. Belly? Der macht doch schon. Chillt mal. Ich habe eine Hand in der anderen, ist mein Right Russian. Ich denke jedes Mal, ich vergiss das, aber dabei brauchst du nur ein paar Sekunden länger. Es tut mir leid. Also. Nach den letzten Ereignissen seid ihr sattsam erholt. Der Winter hält langsam schon, der Frühwinter. Einzug in Didi, heißt dein Charakter nicht Xu? Warte mal. Passt. Oh, ich bin wieder professionell. Also, der Winter hat nämlich Einzug gehalten, der Vorwinter. Er ist jetzt eine Business-Webseite. Oder das heißt, es ist kalt. Fühlt ihr, wie ich die Stimmung aufbaue? Und so begibt es sich. Wie lange ist es her seit allem? 3-4 Tage. Nicht besonders lang.
3-4 Tage. Na, du warst da schon ein paar Tage bei Damian. Also du bist schon erholt. Gesundet. Ach, wie kommt er jetzt zurück? Oh. In jedem Fall los, ihr bekommt euer Edge zurück. Anders. Dummer Ficker. Gaban, das bin der ich. Gerade dabei ist, Geld einzutreiben. Ja. Sehr schön. Du kommst aus dem Laden raus. Es ist ein Friseur. Mit einem Cradstick satt gefühlt. Quasi zu berstend. Er vibriert schon leicht. Vor dir hält ein, wie nennt man das? Auto. Rover. Ein Ranch? Nee, ohne Ranch. Das Fenster, das hintere wird heruntergekurbelt. Die stiert Yegor himself an. Und winkt dich heran. Jupp. Das kann ich wirklich tun. In einer halben Stunde bin ich wieder hier. Jojo wird hier sein und Xu. Er rollt das Fenster wieder hoch und der Wagen fährt davon. Okay, die beiden kriegen einen Anruf von mir. Euer Kommlingsrapappeln. Also es ist übrigens 16.22 Uhr. Bin ich sogar wach? Kann ich schon fast wieder ins Bett gehen. Ja. Tag. Mahlzeit. Hier, die Koordinaten. Yegor hat mich gerade gebeten, dass ihr in einer halben Stunde hier seid. Yegor? Wer? Persönlich. Also, ich bin dafür, dass ihr da seid. Hey, wenn du sagst. Du sowieso. Weiß nicht mal, wer das ist, aber... Du brauchst auch gar nicht weiter fragen. Du bist einfach hier. Jemand, mit dem man sich nicht anlegt und jemand, wenn er fragt, wie springen, fragst du, wie hoch. Okay. Wenn dir dein Leben und das all deiner Leute, denen du in irgendeiner Art und Weise Zuneigung entgegenbringst, wichtig ist. Mehr musst du nicht wissen. Ich glaube, ich bin da. Mhm. Jojo legt auf. Ja, die Frage. Schaffe ich das zeitlich? Naja, ich hoffe, dass du ein bisschen beeilen musst du dich schon. Ja. Wie weit ist er weg? Bitte? Wie weit ist er weg? Du meinst Kaban? Ja. Von dir jetzt? Ja. Na, so 24 Minuten. Ich jetzt? Naja, sichi. Sie kriegen nochmal eine Nachricht, also beziehungsweise einen Anruf. Ja. Willst du noch jemandem Bescheid sagen, oder soll ich das unterwegs machen? Nee, ich mach das jetzt. Sehr gut. Ich habe ihn vorhin brüllen hören, das heißt, er muss da sein. Ja, bis beeil dann. Dich, ne? Jo, bis gleich. Knarre und kurzen Abstecher zu Vlad und Der telefoniert gerade und winkt dich weg. Scheint wichtig zu sein. Sie tippt eine Nachricht auf ihr Comlink. Genau. Yegor ist Kaban gerade über den Weg gelaufen. Der hat Xu und mich mit ran zitiert. Bin dann mal weg. Zeigt es ihm. Der Satz ist viel zu lang. Dafür braucht ihr doch jetzt 3 Minuten, während der telefoniert. Bitte komm schon. Dann schreibt sie jetzt, Yegor hat er winkt dich weg. Sie hält es ihm jetzt vor die Nase. Boah, alte Mann, das ist wichtig. Yep. Verbisse dich. Sie geht. Gut, dann geht's jetzt so hin, wie sie hat's versucht. Du hast nicht wirklich das Gefühl, dass er jedes Wort 100% gelesen hat. Es schien wichtig. Es ist Krieg. Schreib ihm doch einfach eine Nachricht, wo du bist. Ja.
Siehst du, das kann er sich dann nämlich vorlesen lassen und dann ist doch alles gut. Alter, der Junge braucht unbedingt Leseunterricht. Sagst du ihm das so? Ja. Er kann lesen. Eine Zeile dauert ungefähr. Vielleicht braucht er Leseunterricht. Ja. Gut, dann geht's jetzt. Beeilt sich. Während ihr euch aufmacht, kommt nochmal die Nachricht rein, dass ein Wohnhaus in Sokol, so ein kleines, also irgendwie 6 Etagen, da wurde jede einzelne Person erschossen. Stellt sich raus, waren ein paar, die da wohl also ein Teil des kriminellen Cracker-Untergrunds wurde dabei wohl mit erschossen. Nein, das sind keine IC-Brecher, das sind irgendwelche anderen Dudes. Gute. Dann kommt ihr da an. Moin, Leute. Hi. Ja, wir haben noch exakt 2 Minuten. Ihr wart gut. Ja. Hatte mir schon Sorgen gemacht. Der Großmeister weiß, glaube ich, nicht, wo ich bin, bis er sein Telefonat beendet hat, aber das ist jetzt nicht zu ändern. Gut. Ist okay. Nur für den Fall, habt ihr Blei dabei? Was? Habt ihr Blei dabei? Nur ja. Für den Fall? Gut. Ich bin ein bisschen nervös. Der Rover kommt. Der Typ neben dem, also der Beifahrer steigt aus. Nimmt euch die Waffen ab. Und die kommen links. Und Kopfhörer, falls ihr habt. Und Brillen, falls ihr habt. Ja. Gut, ich habe meine Cyber-Augen, darf ich die behalten? Natürlich darfst du die behalten, das wäre doch Unsinn. Du bekommst einen Sack übergezogen. Hm. Hey, Jojo hat keine... Was hast du genau drin? Sie hat eine Blitzkompensation und eine restliche Verstärkung. Sehr gut, du bekommst die Elektroden abgenommen. Was hat Xu? Ich habe einen restlich Verstärker und einen Blitzkompensator. Und direkt Cyberaugen oder Cyberaugen halt. Okay, gut, dann bekommst du auch einen Sack übergezogen. Genau. Oh. Dann werdet ihr sanft in das Innenleben geführt und man fährt los. Die beiden, also Vasoyo sieht es, dass Jigro da sitzt und etwas per Füller auf Papier schreibt. Er ärgert sich wohl sehr, dass das Fahrzeug nicht besonders ruhig fährt. Die anderen beiden hören das maximal. Ist eine ganze Weile schweigen. Dann wird nach 10 Minuten der Wagen halten, auf einem Parkplatz, abgelegen und einsam. In der Nähe nur ein Bodyshop. Es dunkelt ja schon. Langsam. Euch werden die Säcke abgenommen und Diego wird jedem von euch ein Kommling geben. Dankeschön. Danke. Jojo nickt nur kurz. Play. Ich drücke auf Play. Ihr seht ein Video, das wird insgesamt, wenn ihr nicht vorspulen solltet, vielleicht 40 Minuten gehen. Es zeigt... Jojo in einem Raum, einem sehr schön eingerichteten. Das ist alles sehr feines Mobiliar. Es sind mehrere Menschen anwesend. Zum Beispiel so ein Dude, der hier diese Gebäckwagen da rumfährt. Ein paar Bodyguards von ihm. Ihr seht aber Jigo nicht direkt. Und ihr seht, wie sich daran macht, einige Menschen, 3 an der Zahl, auf eine Art und Weise zu verstümmeln und zu foltern, die ihr euch nicht mal in euren kühnsten Träumen vorstellen könnt. Darunter ist zum Beispiel Löcher in Köpfe bohren und flüssigen Stickstoff einzuleiten und den einzigen, der das Ganze überleben wird, dazu zwingen, ein Stück Herz, glaube ich, von dem einen zu essen, von dem anderen war es auch irgendwas. Leber, glaube ich. War es nicht auch das Hirn? Stimmt, Hirn, Herz und Hirn war es, ja. Okay, dabei hat sie die ausdrucksloseste Miene, die die Welt je gesehen hat und bedient sich allerlei lustiger Werkzeuge, die auf diesem Speiserdings-Kleinwagen da sind.
Ich weiß nicht, ob ihr euch das bis zu Ende ansehen wollt oder nicht. Er notiert sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Jojo guckt sich das an. Ein ganz leichtes Lächeln hat sich über ihr Gesicht gelegt. Muss das in Klammern setzen? Ja, ich hab's gemerkt, ja. Ich werde das irgendwann quasi an die Seite, also Jojo macht ihr Ding, okay, vorspulen. Guck's ungefähr bis 60%, dann schalte ich ab und kurz. Wenn du möchtest, der normale Selbstbeherrschungswurf hat zwei Attribute, aber du kannst es auch so lassen, wenn dir das lieber ist. Also du kannst so einfach sagen, dein Charakter schafft es nicht. Schafft er auch nicht. Sehr gut. Ich nehme mal schon an, dass er es schafft, die Tür aufzumachen. Ihr steht ja, und rauszukotzen. Ja, ich gehe davon aus. Sehr gut. Igor wird dir ein Taschentuch aus seinem Revier reichen. Es ist seidig. Danke. Da ich ja das geskippt habe, werde ich jetzt quasi wesentlich schneller sein. Also ich hätte jetzt irgendwas erwartet, dass irgendwas Wichtiges dabei passiert. Ja, der wartet bis Xuda mal wieder zu Atem gekommen ist. Dann blickt er kurz auf Jojo, dann zu euch beiden, dann wieder auf Jojo. Sie. Ja. Jojo hat das Comlink einfach auf den Schoß gelegt. Sie schaut ihn jetzt an, weil sie wissen will, was er von ihr möchte. Sie ist genau wie ich. Und deswegen wissen jetzt hier alle ganz genau, dass wenn sie sich nicht an meine Anweisung halten, ich jeden einzelnen von ihnen drei dazu bringen werde, die Falcons und die IC-Brecher zu verspeisen. Sie werden eine Reihe von Personen für mich finden, und zwar diskret. Sie erhalten jeweils genau die Informationen, die sie benötigen und die ich ihnen gebe. Sie tun, was ich sage, sie reden mit niemandem darüber. Sie fragen bei Kontakten nur nach, wenn sie bereit sind, sie danach zu exekutieren oder sicher gehen können, dass sie nicht wissen, worum es geht. Kein Wort zu ihren Vorgesetzten, sie arbeiten für die Woche, das muss reichen. Diskret heißt nicht, dass sie nicht alle Mittel zur Informationsbeschaffung nutzen sollten. Das muss danach nur keiner erfahren. Machen sie ihre Sache gut, wird der Krieg bald gewonnen sein und wir alle werden profitabel aus der Situation herausgehen. Sie erhalten jeweils 5 Sins unterschiedlicher Qualität und eine Einmalzahlung von 60.000 Nuyen insgesamt plus das Comlink, was sie in ihren Händen halten. Sie werden mich darüber benachrichtigen, wenn es jeweils abgeschlossen ist. Confirmed. Ist das klar? Jojo nickt. Nicken. Selbstverständlich. Ihr erstes Ziel lautet Sophia Potjelev. Sie wurde zuletzt gesehen in einem Swingerclub namens Formidable, und zwar am 29.09. Ein Bild befindet sich auf ihrem Comlink, sie sollten es demnächst löschen. Wenn Sie die Frau haben, fragen Sie sie, wo der Wagen steht. Sie wird wissen, wovon Sie reden, und überzeugen sich davon, dass es stimmt. Danach töten sie sie und geben sie die folgende Annonce in Kleinanzeigen auf. Sie benachrichtigen mich danach nicht direkt. Die Annonce lautet: Schwarzer Moss Trans Dynamics zu verkaufen. Und danach geben sie eine Kontaktadresse an, die beinhaltet den Ort, wo der Wagen steht. Ist auch das klar? Nicken. Gut, erschießen Sie meinen Fahrer und meinen Beifahrer. Jojo holt ihre... Nee, sie hat keine Knarre. Er drückt euch eure Waffe in die Hand. Jojo lädt durch und schießt. Ich werfe ihm ein Messer in den Nacken. Achso, die sind abgetrennt. Sonst hätten die jetzt vielleicht was gemacht. Ihr müsst schon aussteigen, Freunde. Achso, dann steigt Jojo jetzt aus. Sie nimmt ihre Waffe, steigt aus. Ich nehme ich gehe auf die linke Seite. Sie wahrscheinlich auf die rechte Seite. Auf. Einmal kurz klopfen. Hä? Peng. Die sind tot. Das war ja einfach. Danach wird Yegur aus dem Wagen aussteigen, in den Kofferraum nehmen, Brennmittel herausholen, sie vor euch auf den Boden stellen und gehen. Die werden, Jojo greift sie sich, die werden jetzt ausgiebig vor allen Dingen erstmal über den beiden Personen verteilt, aber dann auch irgendwo, keine Ahnung, wo da der Tank ist. Jojo wird es wissen. Und dann dafür sorgen, dass sie so eine Art Lunte in den Tank legt, wenn es da irgendwas gibt, vielleicht aus der Kleidung der Leute, und dann anzünden und weggehen natürlich vorher. Xu, ich hoffe, das hast du mir nicht gerade geschrieben oder sowas. Was du mir
OT geschrieben hast. Nee, hab ich dir nicht geschrieben, das habt ihr OT. Gut, sonst wärst du nämlich jetzt tot. Jo. Alter! Verdammt, Scheiße. Ich will wissen, was er geschrieben hat. Zitat. Zeit, Diego abzuknallen. Das, so, das kann man doch mal schreiben, Alter. Sei doch mal nicht, was willst du denn jetzt? Einfach oder? Umgedreht, einfach abgeknallt. Das wäre so, das wäre keine Reaktion. Das ist ganz normal. Easy peasy. Das hätte aber Diego nicht viel Vertrauen in diese Operation hier gegeben. Du bist wirklich nicht sehr geschickt, Deli. Der hat einfach die Nachricht gezeigt. Ich hab ihm einfach die Nachricht gezeigt. Das hätte ihm dann wohl wieder Vertrauen in mir eingeflößt. Ja. Wenigstens ein bisschen. Wenigstens so viel, dass er weiß, dass ich nicht den Verstand verloren habe. Jedenfalls nicht so viel. Ja. Ja, dann werde ich vermutlich meinen Wagen rufen, wenn nicht ein anderer kommt. Klar. Der kommt in so circa 12 Minuten, 13 Minuten. Ach nee, seit 20 Minuten gefahren, ne? Ja, der kommt in etwa 20 Minuten an. Okay. Ja, wir laufen natürlich von dem brennenden Wagen mit dem Leichen natürlich etwas entfernt nach weg. Quasi. Also, wir schon holen dann das Auto dahin. Okay. Wir bleiben nicht bei dem brennenden Auto mit den beiden Leichen stehen. Das ist. Ist ja auch langweilig, die schreien ja nicht mehr. Eben. Ich lösche übrigens das Video von Jojo, von meinem neuen Comlink. Oh ja. Ja, es ist übrigens auf dem. Das Comlink ist relativ spärlich, das ist natürlich super geil, ne? Aber es hat programmmäßig nicht ganz so viel Stuff, aber es hat ein sehr gutes Formatierungsprogramm. Dann wird auch reicht das formatiert. Nicht, dass ich das, reicht das nicht, wenn ich das ins Papierkorb schiebe? Jojo, nimmt dir das Comlink aus der Hand. Hat Kaba nicht sogar irgendwie Computer 1 oder so? Ja, ja, Computer 1, ja. Gut, ich habe auch Computer 1 und ich weiß zumindest, dass das nicht reicht. Jojo nimmt Xu auch das Comlink ungefragt aus der Hand und löscht das Video selbst. Okay. So. Jemand was zu essen? Ich hab schon Hunger. So. Gutes Steak. Ich glaube, du hast gerade keinen Hunger auf Steak. Dann fahren wir doch. Besorgen uns was zu essen. Ja, ich google mal den tollen Namen. Und guck mir mal das Foto von der guten Dame auf dem Comlink an. Intision Computer. Die Frau ist Mitte 40, hat schwarz-lila Haare, ein, wie nennt man das? Ein Gesicht, das nur aus Kiefer zu bestehen scheint. Hehehe. Offensichtliche Cyberaugen, die statt Iris und Pupille lediglich einen Sternenhimmel zeigen, und ich denke, das ist das Auffälligste. Widerwärtig. Jojo prägt sich, versucht trotzdem, sich die Gesichtszüge einzuprägen und nicht unbedingt die Augen und die Haare, weil Augen und Haare lassen sich problemlos ändern, Gesichtszüge auch, aber weniger schnell. Ja, die Cyberaugen sind relativ alt, ist gut möglich, dass sie sich dafür nicht einfach was Neues runterladen kann, aber ja, machst du. Wie gesagt, sie besteht nur aus Kiefer eigentlich. Die hat so eine ganz kleine Stirn und da ist einfach nur so ein Riesending, mit dem sie vermutlich einen Kantenbrot zermahlen kann, der schon 5 Wochen in der Küche lag. Ja, wie gesagt, also Jojo versucht sich eher auf Gesichtszüge beziehungsweise irgendwelche Merkmale im Gesicht zu konzentrieren und weniger auf die schnell veränderlichen Accessoires wie Augen und Haare. Aber, ja. Ja. Guckt dann nach diesem komischen Swingerclub, den sie, von dem Diego gerade gesprochen hat. Da gilt dasselbe für dich, ja, Didi? Ich schaue auch dann mal übers Bild. Guck mal, ob ich irgendwie Einzelheiten erkennen kann und die irgendwie zuordnen kann, die Frau. Nee, gar nicht. Okay. Dann. Ja, dann. Hm, ja.
Dann würde ich trotzdem einfach mal nach der Frau vielleicht so allgemein suchen. Ja, kannst auch würfeln. Computerintuition. So, Daily, du hast einen Erfolg, sagst du. Der hat zwei Erfolge, das klingt vernünftiger. Ich habe auch zwei. Ja, ich weiß. Die Aale. Jo. Ja, zwei Erfolge, ach, meinetwegen. Vor 7 Jahren war sie so eine Mini-Affäre um einen höherrangigen Exec bei einem Unternehmen, das ihr noch nicht rausgefunden habt durch diese Suche, verwickelt. Also sie war quasi die Geliebte, ist keinem Konzern zuzuordnen, scheint ein relativ normales Leben zu führen, als Gehilfin eines Buchhalters, beziehungsweise eher eines Steuerberaters, also die legale Form. Sie ist häufiger ins Aquarium gegangen, das größere Moskau, was es da gibt, was also auf sowas muss sie dann schon sparen. Also schon, dass das etwas bessere im Sinne von, das ist tatsächlich mal ein paar Tiere. Und scheint auch generell ein Freund des ozeanischen Lebens zu sein. Flummi. Sie ist unsympathisch. Entschuldige? Gut, dass sie stirbt. Sie hat eine Allergie gegen den Erdbeergeschmacksstoff. Was sie wohl auch sehr genervt hat. Du wolltest was übers Formidable wissen. Das ist ein Swingerclub, der allen Lohnsklaven offen steht, die es aufbringen können. Das kann man sich sicherlich maximal einmal im Monat leisten. Aber der ist ganz gut besucht, der macht einen feineren Eindruck. Der ist jetzt nicht super toll. Wie gesagt, da müssen solche Leute müssen sich das leisten können. Aber deswegen kann der ja schön aussehen und kann auch ein bisschen mehr Diskretion und Sicherheit bieten, als das sonst so üblich wäre. Er befindet sich in Bradievo. Nein, er befindet sich in Donskoi. Und ja, stell Fragen, es ist halt ein Swingerclub. Gibt's da, keine Ahnung, haben die irgendwelche Thementage? Wenn ja, was war das für ein Tag, an dem sie da war? Und wenn ja, gibt es das regelmäßiger? Das heißt, ist abschätzbar, wann die Dame das nächste Mal dort auftauchen wird? Und ist sie vielleicht dort auf irgendwelchen, dort wird's keine Fotos geben, aber irgendwas, irgendwelche Hinweise darauf, was muss man da wissen? Und so weiter. Also eher erstmal, gibt's da verschiedene Thementage und wenn ja, war sie speziell an einem dort? Warst du schon mal im Swingerclub oder wie kommst du jetzt auf Thementage? Nee, aber das ist aber das, was die Leute jetzt hören wollten. Also sagst du, ja, war ich und es war ein ganz hervorragendes Erlebnis. Es war relativ langweilig. Nur viel Sex mit vielen Unbekannten. So. Ja, ich sag mal, es gibt bessere und schlechtere. Themenabend war 1001 Nacht. Wow. Da ist nicht angegeben, ob es zumindest die Art nochmal irgendwann jetzt wiedergeben wird, aber es wird nochmal einen Themenabend geben am 6. Das wäre in 4 Tagen. So. War sie an einem bestimmten Wochentag da? Ja, war sie. Muss ja ein Wochentag wird's gewesen sein. War das speziell ein Freitag oder Samstag? Sonntag. Ist der nächste Thementag wieder ein Sonntag? Ganz recht, eine Woche später. Okay. Gut, dann geht sie vielleicht immer dann dahin. Zumindest bleibt das offen. Ansonsten für die, die nicht so oft den Swingerclub besuchen. Bei dem ist es so, das ist ja für alle einsehbar. Natürlich nur Paare sind hier laden. Aber der Swingerclub bemüht sich, Leute, die neu sind, sanft und zärtlich einzuführen. Das heißt, du hast ein kurzes, wenn du möchtest, ein kurzes Gespräch mit einem Mitarbeiter, was dich da so erwartet. Dann kannst du, wenn du möchtest, auch ein Arm- oder Haarband bekommen, was dich als Interessierten ausweist, der sich gern erstmal alles anguckt, der auch gern zusehen darf, dort, wo das erwünscht ist, der aber sich nicht zwingend anfassen lassen muss und der auch nicht gezwungen ist, mitzumachen. Du kannst dich dort damit quasi mit den Leuten unterhalten und entspannter Atmosphäre erstmal gucken, ob das für dich was und für deinen Partner oder deine Partnerin ist. Homosexualität, Bisexualität ist alles überhaupt ja kein Stress. Wir sind 2080. Und aber wir sind in Russland.
Ich weiß, aber das wiegt sich dann wieder auf. Zumindest in dem Ding. Aber es sind auch alle Metatypen natürlich herzlich willkommen, außer Trolle und Zwerge. Also dann doch nur drei. Und natürlich keine Freaks, ich bitte dich. Und ja, bei stark offensichtlich Versalberten wird angeraten, dass man vorher mal ein Gespräch führt, weil da ist es vielleicht besser, wenn die sich nur zu einigen Themen abenden. Dann nicht, weißt du, nicht jedem gefällt das. Du kannst auch gern im Vierer, also im Quartett kommen, wenn das dir lieb ist, ist überhaupt kein Problem. Du kannst auch einzelne Räume einzeln quasi vorbestellen oder sowas. Das ist alles kein Stress. Soziale Netzwerke nach der Tussi durchgucken, um rauszufinden, wo sie wohnt. Steht nicht drin. Ist sie denn da, auf den sozialen Netzwerken? Oder ist sie eher so private Mensch? Ja, sie hat auch für einen normalen Menschen normale Postfrequenz. Aber ich sag mal, vielleicht in den letzten 2-3 Tagen nicht mehr. In den letzten 2-3 Tagen nicht mehr. Ja, da hat sie nichts mehr geschrieben. Hat sie denn vorher jeden Tag geschrieben? Ist das eine normale Postfrequenz? Eigentlich schreibt man jeden Tag irgendeinen Scheiß, oder? Ich denke also schon. Ich halte mich ja für einen normalen Menschen, aber nein. Ich weiß nicht. Für einen normalen jungen Menschen heute, wenn du heute 16 bist, schreibst du, glaube ich, jeden Tag was. Ja, die hat jeden Tag mindestens ein was geschrieben. Okay. Und was immer so? Hat sie dann geschrieben, wenn sie irgendwo war oder irgendwas anderes? Irgendwas, was, wenn man die Postings verfolgt, beziehungsweise sich deren Freundesliste anguckt, gibt es dann die Möglichkeit, irgendwie über Querverweise herauszufinden, wo sie sich wann wie aufgehalten hat und wenn ja, eine Regelmäßigkeit? Jein. Ihre Freundesliste ist für dich nicht einsehbar. Blöde Kuh. Sie hat natürlich auch einige Postings, wo sie einfach irgendwelchen Scheiß aufgreift, der sonst so passiert, wo man nicht weiß, was sie macht. Oder sie hat ihren Einkauf mal wieder fotografiert und drunter geschrieben, Gemüseauflauf, nice. Du weißt, wie das ist. Die Menschen sind toll. Aber es gibt auch ein paar Sachen, wo man erfährt, wo sie war. Wie gesagt, sie mag Wasser. Sie ist auch in dem Film gewesen, wo dieser Ene Taucher dann mit dem weißen Hai und so. Das ist voll die neue Idee. Die klappt schon wieder. Du weißt schon, was ich meine. Von 1-2 gescheiterten Dates und von einem Ausflug ins Speed-Dating, die sie wohl fürchterlich bereut hat, erfährst du. Die sind doch alle nicht lang. Also es sind jetzt nur Sachen, die ich dir sage, die halt kurz vorher so waren, aber nicht ganz so viel krasser Shit. Was wäre denn der letzte Post? Der letzte Post war... ich formuliere ihn mal nicht direkt aus. Dass sie jetzt endlich ihren besten Freund dazu überredet hat und dass sie dann am Montag mehr berichten wird. Sie ist schon selbst ganz gespannt. Das wird sicherlich aufregend. Wozu überredet hat? Das steht da nicht drin. Aber es ist ein Zwinker-Smiley dahinter. Hilft dir das? Ja, wann hat sie diesen Post geschrieben? Am Samstag? Am Sonntag. Ah, das heißt, sie ist vielleicht am Sonntag mit ihm zusammen dahin gegangen. Wäre möglich. Hat die Gur eine Uhrzeit gesagt? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Wäre zu einfach. Hat er nicht. Aber Swingerclub, der hat erst gegen 21 Uhr macht er erst sofort noch auf und erst ab 22, 23 Uhr ist er überhaupt ein bisschen Attacke. So, wer hat das denn alles geliked? Keiner. Okay, wer liked ihre anderen Posts? Keiner. Wer kommentiert sie? Ihre Freunde. Ja, ihre Freunde. Warte mal, ihre Freundesliste ist nicht für dich einsehbar. Das heißt, da steht dann da, sie hat so ein komisches soziales Netzwerk, sie hat nicht das Coole von Horizon, weißt du. Da steht dann da, einem Freund gefällt das oder drei Freunden gefällt das. Okay, und stehen da auch irgendwelche Kommentare, die dann jemand lesen kann? Nur wenn du mit der entsprechenden Person befreundet wärst. Oh. Das ist ein soziales Netzwerk, was ich mag, verdammt.
Deswegen gibt's das ja auch nicht. Wir haben genug Fake-Accounts. Ja, ich weiß, aber ihr seid ja nicht mit den Leuten befreundet. Ich weiß, dass ihr in dem... Das hab ich nee, jetzt... aber man kann ja einfach mal ganz blöd eine Freundschaftsanfrage schicken. Es gibt genug Leute, die jede Freundschaftsanfrage annehmen, die sie irgendwie kriegen. Denen ist es doch völlig egal. Wie kommt man sonst auf 500 Facebook-Freunde? Ja, die hat dort aber nur 27 Freunde. Was schon mehr ist, als sie vermutlich täglichen Umgang hat. Ja, ist ja völlig egal. Man kann ja trotzdem irgendwie was schicken. Ja, ja. Und wenn es einer ihrer Freunde ist oder sowas, dann kann man nämlich über ihn vielleicht was anderes dingsen. Ja, aber du das weißt ja nicht, wer diese Freunde sind, also kannst du niemandem eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann schicke ich ihr eine. Gut, die wird sie nicht annehmen. Ist die Frage, dann müsste ich ja, also es wird ja wahrscheinlich dann... Du kannst Personen suchen direkt mit dem Namen, das kannst du machen. Ja, das meine ich aber nicht, sondern was ich meine ist, wenn ich ihr eine Freundschaftsanfrage schicke und sie ablehnt, das wird ja bewusst gemacht, eine Ablehnung. Oder du reagierst gar nicht darauf. Das ist die Muschi-Variante. Die ist viel nützlicher in solchen sozialen Netzwerken. Okay, ich wollte nur wissen, ob sie gar nicht darauf reagiert oder ob sie... Keine Reaktion. Alles klar. Aber das sagt halt, wie gesagt, nicht unbedingt was. Ich glaube, viele Menschen würden eher sagen, ah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, Okay. War ein Versuch wert. Natürlich. Baue ich mal darauf, dass die Leute dumm sind. Das waren sie sonst immer. Deswegen habt ihr sonst immer alles erfahren. Hä? Stimmt doch gar nicht. Naja, relativ viel über die sozialen Netzwerke habt ihr immer relativ viel rausfinden können. Gut. Der Swingerclub wird vermutlich ein Verzeichnis führen, wer da war und wer nicht da war. Wobei die da vermutlich so diskret sind, dass man nicht mal richtige Namen angeben muss. Es sei denn über die Überweisung, da kommen wir aber nicht dran ohne Hacker und wir haben keinen Hacker, das ist ja schade. Es ist in der Tat so, dass sie, um das zu bestätigen, keine Bezahlung per Credstick akzeptieren. Siehste, dachte ich mir. Trotzdem bräuchten wir dafür einen Hacker, den wir nicht haben. Wir könnten natürlich Sonntag mal gucken. Das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen. Wir haben natürlich jetzt aktuelle Fotos von ihr, ne? Hat sie sich irgendwie verändert, großartig? Im Verhältnis zu was? Zu dem letzten halben Jahr oder was? Dem Bild, was wir haben. Achso, na, sie hat im letzten halben Jahr mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ab und zu eine neue Frisur ausprobiert, aber nichts Gravierendes. Wo arbeitet die eigentlich? Ist das irgendwie bekannt? Naja, bei hier Steuerberater. Man weiß welcher. Ja, Adresse ist bekannt. Das ist cool. Das heißt, ihr geht im Swingerclub gucken und ich guck beim Steuerberater. Zwerge sind nicht erlaubt. Wo sind denn hier Zwerge? Wow. War er nicht ein Zwerg? Nein. Ja. Asiate. Das ist ein gleiche. Zwerg. Ja, er hat ja, Carmen hat ja auch gesagt, Zwerge sind hier nicht erlaubt und dabei Jojo angeguckt. Als Bestätigung, dass sie zum Steuerberater gehen muss. Das habe ich ja nicht irgendwie voll als Zwerg enttarnet. Nee, das war Wanderzart. Ah, so, ja, richtig. Sorry. Ich muss doch langsam an dir zweifeln, Deli. Zu leid. Mehr dicht als Dieb, hä? Hm. Ich erfinde auch hin und wieder mal Sachen. Oh. Ich finde den Plan ganz gut, ihr gebt ein schönes Pärchen ab. Habt ihr letztens eindrucksvoll bewiesen. Oh Gott, nicht schon wieder. Ey, was bist denn jetzt so? Das hatte ich früher auch nicht gespürt. Deswegen machen wir ja diesen Schritt. Damit unsere Beziehung mal ein bisschen neuen Pep kriegt. Oh Gott. Ein bisschen mehr Elan. Deine Zukunft steht auf dem Spiel. Meinetwegen. Okay. Na dann. Aber wir... Wir können ja vorher zum
Das erste können wir erst machen. Wir können ja erst zu ihrer Arbeit fahren. Ja, es ist nur, also entweder wir wechseln uns ab und beschatten erstmal und gucken, ob sie kommt und geht. Hat man irgendwas über ihre Arbeitszeiten rausgefunden? Es ist eine Buchhalterin von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Na, ist das auch in 2080 so? Das ist eine relativ kleine Beratungsstelle. Kann sein, dass sie manchmal länger arbeitet, aber es klingt generell nach einer vernünftigen Zeit. Die haben 8 bis 17.30 Uhr offen. Wie spät ist es jetzt? Na, jetzt dürfte es irgendwann von wegen 17.50 Uhr sein. 16.50 Uhr? Ach nee, warte mal, man hat dich getroffen. Ist ja auch völlig egal. Es ist jetzt so circa 17:45 Uhr. Zu spät, also schaffen wir nicht mehr. Wir können ja trotzdem einmal hinfahren. Vielleicht ist sie ja noch da. Aber ich fahre nicht mit dem Motorrad dahin. Nee, das ist richtig. Wir haben ja ein Auto. Ja. Aber es wäre doch viel klüger, wenn wir uns gegebenenfalls tatsächlich abwechseln dann, damit man nicht die Autos da so einfach sieht. Das ist richtig. Hört sich ja intelligent an. Also nicht unsere Arbeitsweise, meinst du? Ja, als erstes müssen wir rausfinden, ob da ein Staffel ist. Und ob der offen hat. Ja, genau. Das nicht, aber es ist quasi ein anderer Fastfood-Laden hier, so eine Seenahrungskette. Gott, wie hieß das denn gleich nochmal? Ich guck gleich nach. Nordsee. Ernsthaft, eine Seenahrungskette gegenüber ihrer Arbeitsstelle. Entweder mag sie Fische wirklich, dann wird in den Laden absolut boykottieren, oder sie mag Fische gerne. Ja, auch essen. Weißt du, wenn man irgendwelche Krebse in Tanks züchtet, hat das doch mit dem Meer nichts zu tun. Wenn wir dann so eine Karte haben, mache ich auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen an diesem Laden. Sehr gut. Es ist Steiner Seafood. Steiner Seafood zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eine enorme Qualitätssteigerung verzeichnen konnte, weil es ja im letzten, vor ungefähr 7-8 Monaten von Rabutnik Industries aufgekauft wurde und die natürlich ganz andere Fangtechnik, ganz andere Lagertechniken und für Frische garantieren können. Wirklich ein ausgezeichnetes Restaurant. Also es ist halt auch sowas halt wie Nordsee. Da kann man auch gut drin sitzen und beschatten, ja. Siehst du, das klingt doch noch was. Okay, dann würde ich sagen, ich bin sowieso immer früh wach. Ich kann morgen früh schon dahin fahren. Ich kann mich gerne in nachts hinsetzen. So ein bisschen. Wird sie nicht da sein. Ja, trotzdem. Naja, ist doch eigentlich eher morgens und nachmittags wichtig oder morgens und tagsüber, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Das heißt, ich kann morgens und dann am Vormittag oder sowas, kannst du mich ablösen und den Abend könnt ihr euch dann aufteilen oder so. Also den Nachmittag und den Mittag und den Nachmittag meine ich. Jo. Mal schon machen. Wir kriegen wir hin. Okay. Na dann, Frage, wie wir da jetzt weitermachen, irgendwie sinnvoll. Wollt ihr euch den Club schon mal angucken, auf die Gefahren, dass ihr, keine Ahnung, nur einmal als Besucher rein könnt und danach nicht mehr, oder? Wir können auf jeden Fall einmal uns den Club mal anschauen, also mal vorbeifahren, äußerlich und dann vielleicht mal kurz so Richtung Eingangsbereich. Als einen großen Überblick bekommen. Eben, also wir können ja schon mal dran vorbeifahren und dann ja, ganz ein bisschen schüchtern weggehen. Und, ihr seid so niedlich. Ja, es ist so, vielleicht haben wir ja doch gar nicht so, also vielleicht sind wir doch ein bisschen schüchtern. Ja, vielleicht haben wir ja keine Lust darauf. Trotzdem. Vielleicht, naja. Dann kommen wir irgendwann wieder. Haben wir dann trotzdem Lust drauf? Naja, ich meine, selbst wenn ihr drin seid,
Ja, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Mehr als nur Umarmung müsst ihr euch ja nicht dort angedeihen lassen. Man ist ja nicht da, um dem eigenen Partner zu gefallen zu sein, sondern vielleicht jemand anderem. Das ist richtig. Und? Der Partner guckt zu. Hier muss ja nicht mal. Das ist richtig. Und, also ihr müsst ja auch nicht angeben, dass ihr schwul seid. Ihr könnt ja auch sagen, ihr seid bisexuell. Das heißt, es würde nicht mal irgendwer Anschluss daran nehmen, wenn ihr euch eine Frau schnappt. Wenn das sein muss. Stimmt. Hilft. Stimmt. Na dann. Aber wollen wir das nicht wirklich erst Sonntag machen? Ja. Weil dann sind wir, ne? Ja. Aber theoretisch könntet ihr als Pärchen schon mal dort auftreten und euch informieren. Ja, das wäre vermutlich interessant. Vielleicht findet man dann da ja was raus. Vielleicht lässt ja jemand mal einen Comlink liegen oder irgendwas anderes. Dinge verschwinden? Nee, Dinge verschwinden nicht, das würde ich nicht machen. Die haben da mit Sicherheit Überwachungskameras, die man nicht so ohne weiteres ausschalten kann, wenn man da ist, aber vielleicht schafft es ja einer, irgendwie ein bisschen abzulenken, sodass man da mal kurz gucken kann. Oh. Sind jetzt eigentlich alle wieder da? Ich war noch nie weg. Aber Stimme. Didi. Das hat er auch gesagt. Ah. Ja. Cool. Jo. Jo. Wollte dann da noch vorbeifahren? Ich weiß nicht, wenn die nur heute einmal rein müssen, um zu gucken, quasi, dann wäre das halt doof. Dann müssen wir uns eine Ausrede ausmachen, warum wir heute nicht können, aber trotzdem zu zweit aufgetaucht sind. Warum wir heute nicht können? Ihr wollt euch nur mehr informieren, ihr habt aber nicht so viel Zeit. Können wir schon mal machen. Also mehr ist das ja nicht. Ihr müsst ja nur sagen, nur weil ihr euch erstmal informieren wollt, ist das ja noch lange kein Zwang, dass ihr da heute schon mal was tut. Ihr könnt ja euch dann erstmal über die ganzen, keine Ahnung, Regeln und Vorgaben und was weiß ich nicht was informieren. Das ist ja überhaupt kein Problem. Na gut. Dann fahre ich nämlich schon mal zurück und wechsle mal die Karre und bla und dann kann ich mir zumindest schon mal angucken, wo der Steuerberater ist. Ach ja, keine Waffen, ne? Ist ja klar. Naja. Damit ich weiß, wo ich morgen früh hin muss und wo ich einen Wagen oder irgendwas anderes da günstig hinstellen kann. Jojo fährt. Mhm. Erstmal zurück. Da muss sie sich nämlich umziehen und den ganzen Blödsinn machen, damit sie unauffälliger ist. Mhm. Ja, ich fahre dann auch erstmal nach Hause umziehen und so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So zurechtlegen halt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einem schwarzen T-Shirt da auftauchen. Vielleicht trotzdem was Normalen. Also von den Bildern, die man da hat, ihr habt ja zumindest Bilder aus der Bar, wo die Leute sich halt angeregt unterhalten und ganz toll und so. Die tragen da halt schon eher ausgeklamotte so. Entweder, es gibt halt zwei Varianten. Eigentlich drei Themenabende, da hast du natürlich ein bisschen themengerecht was an. Zweiter Punkt, ein bisschen sexy schadet nie. Das heißt, die meisten zeigen schon ein bisschen Fleisch. Dort drin ist nicht Anzugordnung wie in Deutschlanden, hier Schlüpper und BH und was weiß ich. Man kann sich schon mehr anziehen. Für Beratungsgespräche ist es halt, da kannst du dich ja kleiden, wie du willst, aber die meisten, die dort hingehen, die betrachten das dann schon als feinen Ausflug für ihre Verhältnisse. Dann. Da gibt man halt so ein Muskelshirt hin, sagt er. Wie man auch die Muskeln sieht. Die kleinen Babys, die wir mitbringen. Mm. Die Ladies müssen ja auch mal sehen. Das stimmt. Und die Männer, nicht vergessen. Ja. Die Männer müssen doch sehen, dass ihre Frau bei dir in guten, starken Händen ist, zumindest. Ja.
Judy, zieht euch ein bisschen um, ich verstehe. Ja, ja. Wir machen uns schick für unseren großen Abend. Judy. Ja, und dann fahren wir dahin, nicht wahr? Ja, dann fahren wir erstmal. Ich habe natürlich, habe ich eine super geile Sinn. Natürlich die mit meinem kleinen Pudel. Nico. Ja, genau, Nico. Ich nehme Roger natürlich mit. Weil wir sind ja auch. Wir machen uns ja nur schlau heute. Die Sins, die ihr bekommen habt, die haben natürlich alle schon einen Namen, aber du kannst das Profil, was du dir in den Netzwerken und so angelegt hast, mit Nico kannst du einfach umbenennen, das passt schon. Ja. Und ihr habt halt jeweils einen Sinn von Stufe 1 bis Stufe 5. Also, von sinnlos zu das Beste, was ihr jemals hattet. Cool. Dafür nehme ich, für Nico nehme ich dann natürlich die Vierer, denke ich. Gut. Ihr könnt die euch auch notieren, die bleiben euch. Ja. Und hat sich irgendjemand aufgeschrieben, dass ihr ganz viel Geld bekommen habt? Ja. Gut. Dann fahrt ihr dahin. Nur von außen erstmal gucken oder auch reingehen? Ja, wir fahren auf jeden Fall erstmal einmal rum. Irgendwie. Ja, von außen sieht man nicht so viel. Es ist ein bewachter Parkplatz, aber mit dem Wachmann bewacht, der nur mit einem Taser ausgerüstet ist. Ansonsten sind da Wohnhäuser drumrum und halt normale Geschäfte und so weiter. Das ist jetzt nichts, das besonders ins Auge sticht. Und es sieht halt aus wie ein ansprechender, schöner Laden. Da ist jetzt auch keine Orgie draußen als Dings, als Werbung oder so, sondern es soll schon alles ein bisschen feiner sein. Duty. Ja, dann auf dem Parkplatz oder parken wir ein bisschen weiter weg? Wir parken auf dem Parkplatz, weil wir haben ja ja klar, okay. Einen Termin, also wir haben ja keinen Termin, aber wir wollen ja wohin. Dann fahre ich auf dem Parkplatz, ja. Wie heißt deine Sinn? Kann ich, Outgame, kann ich dir einen random Namen geben? Oder? Gib dir einen Namen. Okay. Dann nenne ich sie einfach mal ganz, ganz typisch, Lee. Lee Chang, ja. Ja. Sind okay. Sehr, sehr gute Namen, ja? Ich bin sehr gut in sowas. Hey. Nicht Lu Shen? Nein, er hat gesagt Li Chang. Ich habe ohne Scheiß eine Lu Shen kennengelernt. Okay, ja. Dann halt Lu. Das ist ein Frauenname. Das Schöne ist, dass ich dich immer Lu genannt hast und du immer gesagt hast, nein, ich heiße Xu. Wir bleiben jetzt also bei Li. Ja, klar. Sehr weil gut. Lu ist anscheinend ein Frauenname. Keine Ahnung, wie man das unterscheidet. Ja, warte mal, Damit ist das italienische Lu gemeint, natürlich, ne? Ach so, natürlich. So wie Louis oder. Sehr gut. Ihr könnt das betreten, da gibt's quasi so ein, nennen wir es mal Schalter, und dann geht da rechts die Umkleideräume davon ab und dann links so ein Beratungszimmer. Und da steht eine Dame, die euch dann herzlich begrüßt. Mit einer modischen Hochsteckfrisur und einem, nicht direkt Abend, noch, es ist ein Abendkleid, aber kein super teures. Guten Abend, hatten Sie reserviert? Sind Sie schon angemeldet? Nee. Mein Freund und ich wollten uns nur einmal umschauen. Wir haben heute auch gar nicht so viel Zeit, sondern wollten das eigentlich Sonntag machen, aber wollten fragen, wie das Ganze so abläuft, weil es wäre das erste Mal für uns. Oh, natürlich. Wenn Sie möchten, können Sie gleich in Beratungsraum 2 Platz nehmen und es wird dann gleich jemand kommen, der Sie in alle nötigen Dinge einweist. Okay, vielen Dank. Prima, Dankeschön. Kann ich Ihnen für die kleine Wartezeit etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Ich habe schon getrunken. So einen kleinen Prosecco, um die Stimmung zu lockern, vielleicht. Natürlich. Dankeschön. Jörti. Da ist ja Beratungsraum 2, da hast du eine Couch. Und
keinen Schreibtisch natürlich, sondern einen Sessel und ansonsten hier so Beistelltischen und so ein Gedöns und irgendwelche Bilder, die von verkappten billigen Künstlern sind. Aber das kann man ja eh nie unterscheiden. Vielleicht ist es doch ein Van Gogh und die hat bloß keine Ahnung. Wer weiß das schon. Die kommt dann später wieder, bringt dir ein Prosecco-Küchen und nur für den Fall, dass sich dein Partner noch rumentscheidet, gibt es noch ein zusätzliches Glas und das ist natürlich eine kleine Flasche. Dann wird eine andere Dame den Raum betreten. Daddy, du wirst die Stimme nicht zuordnen können, aber sie kommt dir bekannt vor, das Face nicht. Guten Abend. Einen guten Tag. Ich habe gehört, Sie wollten sich informieren. Sie setzt sich. Ich mache mal ein Foto von der guten Dame. Mhm. Mit meinen Augen. Schon klar. Ich weiß nicht, haben Sie sich schon informiert über unser Haus? Nur ein wenig. Also, ich nehme einen großen Schluck. Nun, wie läuft denn sowas ab? Na, wir sind da so ein bisschen neu hier drin. Wir wurden von Bekannten darauf mal angesprochen. Ja, viele unserer Gäste haben unser Haus empfohlen bekommen. Generell ist es so, dass sie sich anmelden müssen für einen Termin. Wir haben dreimal die Woche und zweimal am Wochenende, also Samstag und Sonntag, Abende, an denen sie hier Gast sein können und sich mit anderen Paaren treffen können. Und dann, während sie das sagen, grinse ich halt kurz einmal so rüber. So. Und sie können dann hier, je nachdem, wen sie treffen und mit wem sie sich gut verstehen, Vorlieben entsprechend austauschen, was sie wünschen. Das wird sich dann ganz natürlich ergeben. Für die meisten ist es natürlich etwas merkwürdig. Das ist ja doch abseits der Norm, aber sie werden schnell feststellen, dass unsere Gäste hier, und darauf legen wir auch Wert, alle recht offen sind und wir leben generell hier nach dem Motto, alles kann und nichts muss. Das heißt, sie würden, wenn sie hier das erste Mal wären und sich für einen Termin angemeldet haben, würden sie erstmal ein grünes Bändchen bekommen, das sie als erstmaligen Gast auszeichnet und sie können sich hier dann frei bewegen. Es gibt einige Räume, wo generell das Zusehen, vielleicht um auch sich selbst ein wenig einzustimmen, immer erlaubt ist. Es gibt einige Räume, wo das nach Absprache funktioniert und ansonsten können sie sich im Barbereich natürlich jederzeit aufhalten und dort anregende Gespräche führen, etwas trinken, dergleichen. Wir bräuchten für die Anmeldung Ihren Namen, wir bräuchten einen Querverweis zu Ihrer SIN und zu Ihrer Kontonummer und das erste Treffen würde 50 New Yen kosten pro Person. Sie können natürlich auch mit mehr als zwei Personen kommen, wenn Sie vielleicht jemanden kennen, einen guten Freund, mit dem Sie diese Erfahrung teilen möchten, ist das generell nicht problematisch, aber wir legen schon Wert darauf, dass zumindest zwei der Personen, die dann hier kommen und Gast sein möchten, schon in einer festen Beziehung sind. Mhm. Sie würden dann quasi nach Anmeldung sich Zeit haben, sich umzukleiden in unseren Räumlichkeiten und können sich dann frei bewegen. Natürlich gehen wir davon aus, dass Sie keine Waffen oder gefährliche Gegenstände sowie Speisen oder Getränke mit in unser Etablissement bringen. Und ansonsten ist jederzeit Personal da, mit dem sie sich unterhalten können, dass sie noch aufklären kann an dem Abend, falls sie Fragen zu irgendetwas haben. An den Themenabenden sollten sie sich dafür interessieren. Ist es uns natürlich schon wichtig, dass sie den Umständen entsprechend gekleidet sind. Falls sie aber für diesen speziellen Abend kein Kostüm haben oder auch keine Idee haben, wie man etwas Entsprechendes einrichten kann, ist es auch überhaupt kein Problem. Wir können Ihnen da etwas leihen und das ist dann relativ unproblematisch. Okay. Wir dachten so vielleicht an Sonntag, wenn da noch Plätze frei sind. Sonntag, lassen Sie mich kurz nachsehen. Sonntag haben wir tatsächlich noch Plätze frei, ja. Okay. Warte mal, das Motto für Sonntag, ich brauche ein richtig dummes Motto. Gänger. Vier Baguettes für Katrin. Nein. Titanic?
Superhelden. Oh, Superhelden, hier fährt mir... Superhelden ist übel gut. Neben Superhelden, es hat bloß einen sophisticateren Namen. Ja. Aber Superhelden ist auf jeden Fall das Thema. Das Marvel Knights. Hey, so rassistisch sind die nicht. Marvel, Superhelden ist auf jeden Fall richtig gut. Okay. Und nein, es ist auch nicht Karl Kambat-Mage. Oh. Die Passion Christi. Nein, wir waren schon bei Superhelden. Das ist kein Superheld. Das ist ein Spinner. Cthulhu. Nein. Das ist aber ein Held. Das ist ein Held. Mein Held. Er und sein Speer. Wir hatten das schon. Also, das Thema ist dann Superhelden. Und ja, sie haben noch ein paar Plätze frei. Okay. Dann würde ich auf jeden Fall... Das machen wir, oder? Na schon mal. Wenn Sie sich noch kurz beraten möchten, kann ich natürlich auch Sie noch ein Mädchen reinlassen. Geben Sie uns mal so 5 Minuten. Selbstverständlich. Wäre. Sind Sie noch versorgt mit Getränken? Ja, passt schon. Gut, hier auf dem Tisch ist ein kleiner Knopf. Wenn Sie dann bereit sind, dann werde ich wieder erscheinen. Sie wird dann den Raum verlassen. Ich guck dich ein bisschen irritiert an. Aber wir wollten das doch machen. Wir haben doch gestern drüber unterhalten. Du kriegst dann quasi... Also... Ich guck noch mal mich so ein bisschen im Raum um, ob da Kameras sind oder so, die sehe ich wahrscheinlich. Keine offensichtlichen, sie sind nicht dumm. Komm, das machen wir schon, das wird schon. Okay, also, soll ich den Knopf drücken und... Ja, auch wenn ich nicht wirklich also davon begeistert bin, wir können das schon machen. Ich will dich auch nicht dazu drängen, aber ich glaube, das könnte uns... Ich glaube, das gefällt dir. Ja, das könnte uns schon weiterhelfen. Ich grinse und drücke auf den Knopf. Und meine Willen gekommen, juhu. Also, ich kann euch keine Edge mehr zurückgeben. Was mache ich denn jetzt? Na, ist egal. Sie kommt dann wieder. Na, so weit kommt's noch. Sie kommt dann wieder, setzt sich. Wir buchen für Sonntag. Sehr ja, schön. Machen wir. Gut. Dann als erstes hier, das wäre unser, falls Sie sich da vorher umsehen möchten, das sind einige Adressen von Kostümverleihläden, wo Sie sicherlich etwas finden würden, wenn Sie unsere Dienste dann nicht in Anspruch nehmen möchten. Und ansonsten ein kleiner Aufpreis für die Kostüme hier, das wäre dann in diesem Feld hier, wären dann 40 Nuyen für jeden. Dabei wären aber natürlich Schminke und ähnliches inbegriffen. Ansonsten... Was war nochmal das Motto? Superhelden. Oh, dann gehst du als Flash, hm? Wow. Danke, Schatz. Gut, dann bräuchte ich jetzt hier eine Eintragung ihrer SIN, ihren Namen und die Kontodetails. Wir würden natürlich erst, nachdem sie dann hier waren, etwas abbuchen. Das ist verschieden. Ich nehme an, Sie bezahlen gemeinsam? Ja, natürlich. Was steht denn auf der Abrechnung? Warte, da muss ich kurz überlegen. Wir rechnen über Pathfinder Multimedia ab, also sind Sie... Es ist nicht überhaupt nicht zuzuordnen und selbst wenn... Selbst wenn Sie in die unangenehme Lage kommen, dass zum Beispiel die Behörden irgendwie ihr Konto überprüfen, es kommt immer wieder mal vor, dass Sie mit recht fadenscheinigen Gründen kommen, werden Sie sicherlich an der Extraterritorialität dann scheitern. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ja, dann trage ich halt unsere beiden Daten ein. Und reiche dann das Formular. Vielen Dank. Kein Problem. Wenn wir kein Kostüm finden, können wir uns dann noch melden? Also natürlich, es wird auch an dem Abend noch alles bereit liegen und wir haben verschiedene Größen und alles. Das ist überhaupt kein Problem. Das lässt sich alles auch noch flexibel regeln. Ach, wir finden dir schon was Schönes. Ja, das kriegen wir schon hin.
Dann würde ich aufstehen, so langsam. Ja, sie würde auch aufstehen und dir dann die Hand reichen. Vielen Dank. Reiche ich auch die Hand. Ja, ne? Kriegt auch mal mir die Hand und dann kommt Roger wieder in den Arm. Die Hand ist ziemlich kalt übrigens. Weiber. Oh boy. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Ja, wenn wir dann fahren, zurück zum Hauptquartier, würde ich sagen. Also im Auto. Oder willst du vorher noch shoppen gehen? Ja. Yeah. Flash. steige ich ein und wir fahren, würde ich sagen. Juti, wo bist du denn gerade? Bist du im Ganghaus? Vermutlich. Sehr gut, dann werde ich dich aufsuchen. Ja, aber Sekunde, da er gerade tot war und du schon bei dem Ganghaus bist, kommt dann irgendwann Vlad. Hm. Warte mal, da, ich hab da so eine komische Name, also, warte mal. Hat sich schon erledigt. Wie hat sich erledigt? Hm? Das stand da aber nicht, hat sich erledigt. Da stand irgendwas, was mir nicht gefällt. Lass dich nicht ändern. Maulauf. Nein. Bist du jetzt zickig? Ich bin nicht zickig. Die Antwort war, wenn ich mein Maul aufmache, habe ich eine Kugel im Kopf. Also halte ich mein Maul. Leb damit. Ficken, Alter. Er geht. Hinter ihm werden drei relativ schwer verletzte Goons von eurer Gang, also nicht Gang zu, reingebracht und verurkst. Ja. Bei ihm musst du sogar mal Hand anlegen. Und wenn du dann mit blutigen Händen wieder raustrittst, um sie dir zu säubern, dann kommt Kaban. Was ist denn hier passiert? Ich hab geübt. Was ist passiert? Hä? Du hast blutige Hände, was ist passiert? Naja, gab halt Ärger. Also nicht bei mir, bei anderen. Okay. Alle durchgekommen? Ja. Okay. Wenigstens etwas. Ich zeig dir mal das Bild von dieser komischen Frau. Mhm. Die Stimme kommt mir mega bekannt vor. Okay. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Zeig mir nochmal größer. Ja. Das ist eine Stimmaufnahme von dir? Mhm, ja. Ich weiß, was du meinst. Sie hat sehr kalte Hände. Geh mir mal eben die Hände waschen. Ich habe da eine Vermutung, aber ich bin mir da nicht sicher. Spielleiter, hab ich damals diese Frau, die den anderen Club betrieben hat, sprechen gehört? Ja, ja, ne? So. Ist es die Stimme? Bist du nicht sicher? Oh. Sanft aufgesetzte Frauenstimmen, alle gleich. Eben. Und, oh boy. Ist die noch, ist der kommt Club irgendwann auch da? Zurück? Existiert noch der andere? Ich weiß, wer das ist. Okay. Ja. Kleiner Tipp, ihre Stimme ist zum Sterben schön. Oh boy, ich hatte recht. Das Papillon existiert übrigens nicht mehr. Schon seit geraumer Zeit, sie war ja irgendwann einfach weg. Mhm. Ah. Schade, dass sie nicht diejenige ist, welche. Naja. Gott. Ich will da nicht hin, Sonntag. Warum nicht? Ich würde schon nichts machen. Du musst dich ja nicht mit dir einlassen. Mhm. Hat sie dich eigentlich gesehen? Ich
Ich weiß nicht, ob sie mich früher gesehen, aber jetzt hat sie mich definitiv gesehen. Die weiß doch 100 pro, wer du bist. Die hat sich doch bestimmt informiert. Es gab kein Zeichen des Erkennens bei ihr. Und ja, sie hat dich früher definitiv gesehen. Du standst mit gezogener Waffe vor ihr. Da war was. Ah. Dann ist sie entweder eine sehr gute Schauspielerin oder jemand hat nachgeholfen. Ihr bedenkt bitte, dass das ungefähr 14, 16 Monate her ist. Ich stand mit einer gezogenen Waffe vor ihr. Aber ich stand mit einer gezogenen Waffe vor ihr. Das Gesicht vergisst man nicht. Obwohl, wir waren verkleidet bestimmt, oder? Ja, und außerdem war doch Jojo das Zentrum der Aufmerksamkeit der Bitchfight, du weißt schon. Naja, sagen wir es mal so, wenn wir sie erkannt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie uns genauso erkennen kann. Na gut, bisher nicht und mit ein bisschen Dingens geht's vielleicht. Bist du sicher, dass sie dich nicht erkannt hat? Kein Stück. Weißt du, was sie jetzt, oder? Könnt ihr das nicht, ihr könnt das ja auch offen, ihr müsst ja nicht mal Gesichter sehen, ihr macht ja das doch. Das kann ich doch bestimmt auch. Ja. Siehst du? Nicht viel anderes, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Daran kannst du auch Menschen erkennen. Hm. Keine Ahnung. Okay, dann. Ah, okay, das werden wir erfahren. Die will nur, dass ich umkomme, und das gefällt mir gar nicht. Hm. Jojo. Hol dir Comlink nochmal raus und guck mal nach irgendwelchen Gerüchten im Zusammenhang mit diesem Laden, der auf das hindeutet, was auch beim Papillon irgendwann mal eine Rolle spielte. Nope. Wahrscheinlich ist sie vorsichtiger jetzt. Ja. Sag mal, Xu steht doch daneben, oder? Stimmt mal. Okay, ich wollte mich nur versichern. Hm. Die hat auf jeden Fall keinen Muskel gezuckt, als sie uns gesehen hat. Das ist gut. Shit, ey. Aber das ist nicht einfach, wie hat man sich ja gedacht. Jojo schaut Xu an. Die Tussi war, eine, Gott, wie hieß das gleich? Banshee. Ja, genau. Wir hatten schon mal mit ihr zu tun. Eine Banshee. Ja, ist. Sagt mir der Begriff jetzt was, oder? Du weißt, dass es Infizierte sind und dass sie irgendwas von Menschen, Blut, Fleisch, irgendwas brauchen, dass sie vermutlich tagsüber zu Staub zerfallen, wobei das könnte nicht ganz richtig sein. Und dass sie evil sind und ihr das Leben auslutschen. Genauso wie der Typ vorhin noch. Nein, nein, okay. Der ist noch nett. Obwohl, ja, nett. Ich fand die netter damals, muss ich sagen. Dann gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall schon mal, könnte ein Grund sein, warum die Frau vermutlich verschwunden ist, in Anführungszeichen. Möglich, muss aber nicht. Ja. Aber hey, wie war das? Wir könnten unsere Kontakte aktivieren und wir müssen nur bereit sein, sie umzubringen. Oder sicher gehen, dass sie nicht wissen, worum es geht. Gott. Sag doch das nicht. Achso, du meinst, sie definierst du jetzt als Kontakt und dann bist du gern bereit, sie nachher zu exi... Ach so. Natürlich. Ja,
Ich hab doch eine Rechnung mit der offen. Die Bitch hat mich blöd angemacht. Bitte. Biatch. Jetzt will ich einmal bitchig und zickig sein und dann darf ich nicht. Das ist doch doof. Ja, eigentlich könnten wir die schon ausfragen und dann ausschalten. Mm-mm. Ich glaube, die war schwer auszuschalten. Also ich bin dafür, aber... Wir hätten uns doch damals informiert, wie das ging. Was gehört zu den Dingen, die ich schon wieder vergessen habe? Na, ich glaube, dass die tatsächlich nicht ganz so gut auf Sonnenlicht zu sprechen war und ich glaube auf Holz oder so. Holz, Sonne, war da nicht sogar noch irgendwas? Ich glaube, die hatte zumindest eine schwere Holzallergie. Das auf jeden Fall, aber ich guck mal, ob es noch irgendwas gab. Ihr wisst, dass sie sich halt ordentlich regenerieren kann. Ja. Superhelden mit Holz, okay, warte. Captain Planet oder Robin Hood. Ant-Man. Stackman. Ah, ich. Ich habe mich ja nicht aus mit was auch immer die ist. So, ich weiß ja ungefähr, was es sich dabei handelt, aber auch nicht so konkret. Also, wenn ihr sagt, da lassen die Finger davon. Du könntest dich als Bad Eevee verkleiden. Guck Junge dabei an. Was? Also, wenn wir dich mitnehmen, könntest du dich als Bad Eevee verkleiden. Was sollte ich denn da? Naja, wir können auch jemanden nehmen, wenn sie will, wenn wir wollen. Ja, aber das gehört zu den Locations, wo ich nicht unbedingt scharf drauf bin, hinzugehen. Die Leute sind mir so touchy. Ja, das ist richtig. Aber du musst nicht unbedingt angetouched werden. Ja, aber... Egal. Zeigt sie und wirft dabei nochmal einen Blick zu Xu. Okay. Okay. Dann braucht ihr was zum Anziehen? Ja. Also ihn verkleiden wir als Flash. Weiß ich nicht. Möchtest du das denn? Können wir schon machen. Na, du hast jetzt einen Wunsch frei. Du kriegst ein maßgeschneidertes Kostüm. Flash. Überleg's mir mal, kann ich mir das noch so eine Stunde so durch den Kopf gehen lassen? Du kannst dir das auch noch 2 Stunden durch den Kopf gehen lassen, wenn du willst. Du hast heute einen Wunsch frei. Ja, danke. Das ist doch schon mal etwas Positives an dem Tag. Was ist denn los heute mit dir? Ich kann natürlich als Hulk gehen. Uhu. Als Hulk? Hulk. Nicht Hulk, das ist das Bier. Hulk ist der ohne Schlage. Dann brauche ich auch nur einen Entenschutz. Und grüne Farbe. Das ist aber doof, wenn du irgendwas verstecken willst, wenn du nur einen Lendenschurz hast. Das ist richtig. Du kannst auch als He-Man gehen. Kriegst du eine blonde Perücke. Oh, dann kann ich ein Plastikschwert mitnehmen. Mit der, was von, was war das? Grayskull oder so? Ich google das. Wir können, keine Ahnung, wir können Xur als Rorschach verkleiden oder sowas. Alles möglich. Je nachdem, was er möchte. Würde ich den Unsichtbaren mimen, aber... Also, wie gesagt, ich hab dir gesagt, du hast einen Wunsch frei, aber... Das wird schwer aufrechtzuerhalten. Das kann ich nicht. Naja, du kannst es schon, das, ne? Nein. Ja, klar. Halt die Klappe, Spielleiter. aber das geht nicht. Ja klar, ich weiß schon. Aber ansonsten, ich brauche nur ein Bild und du kriegst das schönste Kostüm, das keine Ahnung. Das muss noch da reinpassen, ne? Wurden irgendwie neue Superhelden erfunden, oder? Natürlich wurden neue Superhelden erfunden.
Millionen, denkt an jede Scheiße, Alter. Es gibt Bürokratie, Mann. Die neueste Show von Horizon, die ist übel geil, weil da sind die Todesverbrecher am Werk. Und da kommt einfach Bürokratie, Mann, richtet sich nochmal die Krawatte und dann vernichtet er sie mit der Macht der verdammten gesetzeswidrigen und nicht ausgeführt mit Formular A38. Bam, tot. War das nicht die Serie, die Gandhi immer geguckt hat? Naja, Bürokratie, Mann, hallo. Klar guckt er das, Junge. Übel geil. Den kennt jeder. Das stimmt nicht, aber ich sag mal, der ist auf jeden Fall gut trashig. Vermutlich hat er, genau, der Erfinder vom Pitch-Entertainment, der ist da nämlich auch dabei beim Scriptwriting, da wisst ihr, wie gut das ist. Aber es gibt halt wirklich alles. Jetzt hast du Xu das Wort abgeschnitten und er wollte gerade was sagen. Verzeih. Ja, ich wollte auch gerade den Pitch-Entertainment erwähnen, egal. Du kannst auch als Pitch-Entertainment gehen. Das geht natürlich auch. Du kriegst das beste Kostüm. Soll ich nicht als Pitch-Entertainment gehen? Würde ich ja gerne als Bösewicht kommen, aber das kommt, glaube ich, schlecht auf meine Superhelden-Party. Quatsch. Nee, es ist Superhelden und Superbösewicht, das geht auch. Okay, dann würde ich als Magneto kommen. Hm? Als Magneto, alles klar. Du meinst, ich soll dir ein paar Silberfäden einweben? Ja, das wäre schon freundlich. So. Okay. Kriegen wir hin. Ja, danke. Magneto. So, was mit dir, Borstel? Ich finde, Hulk ist eigentlich ziemlich cool. Hulk? Mhm. Er ist alt, aber hey, er ist der Hulk, Mann. Captain Russia geht natürlich auch, aber Hulk, dann hast du aber auch keinen Lendenschutz, sondern eine Hose, ne? Eine lilane Hose. Ja, ist richtig. Hat Captain Russia auch so ein sternförmiges Schild? Natürlich. Und eine Sichel. Yep. Der muss dabei sein. Oder alternativ auch ein Hammer, je nachdem. Na, der ist auf dem Rücken. Ja, Zweitwaffe, du weißt schon. Du weißt doch, Captain Russia ist der, der Thors Hammer tragen kann. Boah. Der einzige neben Thor. Aber nur in Russland. Achso, den gibt's wirklich. Cool. Ja. Wusste ich. Den hab ich mir gerade ausgesucht. Tatsächlich. Wirklich? Echt? Wow. Hier. Captain Russia. Sehr gut. Den Kommunismus. Das Pendant zu Captain America oder so. Ja, ist ja auch nur schlecht abgedingst. Ja. Also wenn ich Captain Russia eingebe, kriege ich nur Bilder von Putin. Moment mal. Ja, ich auch. Das sieht irgendwie logisch aus. Ja. Ich meine, Captain Russia kommt auf seinen Bären angeritten und haut den aufs Maul. Ich habe hier übrigens Bürokratie-Man gefunden. Oh, schön. Das Schöne ist, der kommt aus einer wirklichen Anime-Serie. Super. Ja, ja. Objection. Ich hab's gleich erkannt. Also, Hulk oder Captain Russia? Oh, dann eigentlich Captain Russia, muss ja. Alles klar. Also, Captain Russia und Magneto. Na dann, geh ich mal Stoff kaufen. Danke. Bringst du eine Nase mit, sagst du das? Was? Bringst du eine Nase mit? Hä, raff ich nicht. Boah. Stoff kaufen? Mach mal, wer den Mann mit dem Koks bestellt? Badumtsch. Alles klar. Jojo geht Stoff kaufen.
Ah, wartet, ich muss euch noch ausmessen. Meine Maße kennst du. Stimmt, ja, aber seine nicht. Dann mess mich aus. Sie misst dich aus. Es ist schon ein interessantes Gefühl von dieser Frau, irgendwie das Comlink an verschiedene Stellen gehalten zu bekommen, im Wissen, dass sie Menschen den Kopf aufgebohrt hat, um dann flüssigen Stickstoff hineinzufüllen. Dabei ist sie so klein und niedlich. Naja, sie ist auf deiner Seite. Nicht. Du hast ihn ausgemessen, dauert ein paar Minuten. Ja. Und ich hoffe, du bist klug genug, dass du inzwischen weißt, egal was du misst, im Schritt lässt du viel Platz. Genug Platz, um vielleicht noch eine Socke reinstopfen zu können. Immerhin ist er Asiate. Nein, immerhin ist er ein Mann. Das ist die richtige Antwort. Ich wollte jetzt mal gemeinsam entschuldigen. Ja, aber es ist eine wichtige Regel. Danke. Natürlich genug Platz. Schön. Das ist nicht das erste Mal, dass sie Klamotten für einen Mann genäht hat. Deswegen hoffe ich ja, du hast was dazugelernt. Natürlich. Nachdem Kaban sich das letzte Mal beschwert hat, dass es ein bisschen kneift im Schritt. Ein bisschen. Auch wenn es nicht gekniffen hat. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Spielleiter, dass es so war. Jojo lässt extra viel Platz für euch beide. Sehr gut. Das ist schön. Jodi, dein Kopf so Stoff hast du gemacht. Im Zweifel wird sie ansonsten sagen, ach, da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Da kriegst du eindeutig die Antwort, also wenn du dich bei mir verschätzt, again, dann kriegst du die Antwort, du hast das schon mal gesehen, du kannst dich gar nicht mehr verschätzen. Also, mach das nächste Mal besser. Ich hatte es größer. Das war extra. Daddy, du bist in diese Falle getappt. Okay, ja, dann fängt sie an zu gucken und dann die Schnittmuster zu machen und fängt jetzt an, die Klamotten zu nähen, also die Kostüme zu nähen. Ausgezeichnet. Plastikschwerter sind leider verboten. Schaumstoff geht. Oh. Dasselbe gilt natürlich für Sicheln und Hämmer. Plastikschwerter sind verboten, aber Dildos lassen sie zu? Gummi? Hartgummi? Dann gibt's jetzt Hartgummischwerter mit Dildo-Griffen. Nein, Dilden haben nicht die Form von Schwertern. Alles, was waffenähnlich als Accessoire ist, ist aus verdammtem Schaumstoff zu machen. Das ist ja auch okay, aber ich finde die Idee mit dem Dildo-Griff immer noch gut. Ich will einen Laden. Das ist aber nicht so ein ordinärer Laden, das ist ein feiner Laden, verstehst du? Na gut, aber ich fand's witzig. Das will ich dir nicht. Das ist okay. Der Junge weiß, wo der Hammer hängt. Ja, sicher. Jodi, du machst die Dinger, du schläfst ja nicht viele und das ist nicht besonders kompliziert. Du hast es ja schon tausendmal gemacht. Ja. Ich mache sogar Helme für beide. Boah. Sie kriegen beide irgendwie so ein paar Silberfäden eingewoben. Oder als Verzierung oder sowas, wenn das passt irgendwie. Wäre besser, das irgendwo tatsächlich nicht nur einzuweben, sondern irgendwie eine richtige. Also Verzierung ist schon besser. Ja, so als Verzierung kriegen sie es dran. Die haben ja beide irgendwie Capes, die da drankommen und alles Mögliche. Und an die Knöpfe kann man das ja als Verzierung machen. Oder ja, wenn du einen Umhang hast und du den mit solchen Knipsern befestigst, dass die dann zum Beispiel mit Silberüberzug haben, dann ja, kannst du das immer noch verwenden. Das wollte ich ja. Ausgezeichnet. Sehr schön. Sie ist eine Weile damit beschäftigt. Muss ja irgendwann zwischendurch aufhören, weil sie ja am nächsten Morgen früh zum Beschatten will. Also sie wird schon noch gucken, dass sie irgendwie es schafft, ein paar Stunden zu schlafen, aber. Jodi, ich nehme an, ihr wechselt euch mit dem Beschatten ab, ne? Yep. Das heißt, Sie wird gucken, dass sie da irgendwie morgens früh um, keine Ahnung, 6 Uhr ist und sich ein bisschen verkleidet hat und irgendein unauffälliges Auto hat und ja. Okay. Den Wagen da abstellt und im Wagen bleibt. Die Scheiben sind ja zum Glück verspiegelt. Das heißt, man sieht nicht, dass ich im Auto sitze und Wagen kann ja schon mal parken. Ja, warte mal. Deine Fenster sind ja nicht verspiegelt als einzige. Du spinnst wohl.
Das stimmt. Also, generell die Stimmung in Donskoi ist gar nicht so gut. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber das Einzige, also irgendwann kommt der Chefe vom Laden. Die ist ja auch die Einzige, nee, hat zwei Mitarbeiter. Dann irgendwann kommt der andere Mitarbeiter. Und dann im Laufe des Tages, in Zeitspannen von euch dreien, kommen mehrere Frauen und Männer. Und bei ein paar kann man aus den sozialen Netzwerkprofilen ablesen, dass sie dort Bewerbungsgespräche haben. Die blöde Kuh hat gekündigt, das kann ja wohl nicht sein. Ansonsten ist nicht so viel los. Anscheinend war keines der Gespräche von Erfolg gekrönt. Kann man da dann nachvollziehen, seit wann die sozusagen jemanden suchen? Ja, kann man seit... 2 Tagen. Naja, seit gestern. Jojo will, also fährt irgendwann zurück und will sich verkleiden. Sie nimmt dafür wahrscheinlich sogar Hilfe in Anspruch. Und, wird sich dann was Ordentliches anziehen. Quasi, ganz normale Klamotten. Wird sich nochmal in den sozialen Netzwerken der Tussi umgucken. Mhm. Ich brauche die Bilder von den Freunden sehe ich nicht, ne? Nö. Ist egal, der Arbeitgeber sieht die. Ist der Arbeitgeber in ihrer Freundesliste? Keine Ahnung. Ich weiß doch, wie der heißt und ich konnte doch ihre Freundesliste sehen. Sie hat 27 Leute. Achso. Du kannst sehen, wie viele. Ah, Mist. Gut, dann nehme ich trotzdem einen Namen aus ihrer Freundesliste. Mhm. Vielleicht einen, mit dem sie schon länger zu tun hatte. Da sind jetzt nur Vornamen genannt worden, ne? Also wenn sie mal über jemanden geschrieben hat, der öfter vorkommt, was dann offenbar ein Freund ist, dann sind da natürlich nur Vornamen. Dann nehme ich mir einen Vornamen, der so klingt, als könnten die noch mehrere Leute haben. Ja. So eine, weiß ich nicht, so eine Jennifer aus Russland oder so, weißt du? So einen Namen, den einfach 5 Leute eine haben Chantalle können in einer Klasse. Halt. Russland Jenny, ja, genau. Keine Ahnung, so einen Namen, den halt 5 Leute haben oder Christine oder was weiß ich, was da ich irgendwie bin doch schon dabei. So to date ist. Die heißen doch alle. Nämlich. Natascha, die heißen alle Natascha. Das stimmt, oder Tatjana. Gut, hat die bestimmt auch dabei. Naja, beides hat die. Die hat sogar eine Tatjana Natascha. Okay. Dann, wird Jojo mal dahin gehen. Im Zeitraum, wo einer von den anderen beiden noch da ist? Ja, aber sie sagt Bescheid, dass sie jetzt mal einfach nach der Tussi fragt. Jöti, kommst an. Das Ding besteht aus 3 Räumen. Quasi Büro 1, Bürochef und Büro 2. Man geht direkt quasi in Büro 2, da geht man quasi direkt rein, was auch der halbe Empfang ist. Der ist besetzt von so einem jungen Typen mit wirklich sehr schön ausrasierten Koteletten. Wie ist die Tussi nochmal? Sophia Potelchev. Sophia, reicht ja. Mhm. So ein Dude halt, jetzt hast du mich rausgebracht. Mhm. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich bin auf der Suche nach Sophia, die arbeitet doch hier. Ja, die hat hier gearbeitet, aber die arbeitet nicht mehr hier. Ach so, das ist, haben Sie denn irgendwie eine Möglichkeit, wie ich Sie erreichen kann? Wissen Sie, ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen. Wir waren verabredet, sie ist nicht aufgetaucht und ich habe jetzt seit 2 Tagen nichts mehr von ihr gehört. Nein, aber da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Der Chef hat schon die Polizei informiert und die meinte, es wäre alles in Ordnung. Sie wäre auffindbar gewesen, aber sie hat offenbar, ich weiß nicht, vielleicht sucht sie sich selbst oder so. Gibt es denn eine Möglichkeit, sie zu erreichen? Ja, die Polizei hat sie irgendwie erreicht, aber wie genau, das dürfen die uns natürlich nicht sagen und bei uns hat sie sich nicht gemeldet, also. Gut. Ja. Dann danke ich Ihnen. Ja, natürlich. Dann dreht sie sich um und geht.
Und... Aber du darfst nochmal kurz Wahrnehmung sehen mit allem machen. Die Tür zu Büro 1 ist wirklich schön. Aber nicht nur das. Das Schloss ist erstaunlich neu. Also, zumindest Child. Das ist noch so ein jämmerliches, wie heißt das Dinger? Transponderschloss? So jämmerlich sind die Transponderschlösser gar nicht. Oh, bitte. Auf jeden Fall ist es zwar neu, aber du hast Kratzer am zwischen Türstock und Türrahmen. Ah nee, zwischen Türblatt und Türrahmen, verzeih. Oha. Oha. Hat da jemand eingebrochen? Sieht das so aus? Nee, aber da ist vielleicht jemand eingebrochen. Ja, wahrscheinlich, weil sie den Schlüssel noch hatte, abgeschlossen hatte und nicht wiedergekommen ist. Meinst du nicht, der Chef hätte dann noch einen Zweitschlüssel gehabt? Das weiß ich nicht. Das wäre möglich gewesen. Ja, sie geht ja, wie gesagt, trotzdem. Ich kann ja jetzt erstmal nichts machen, wenn der Typ da in der Rezeption sitzt. Ja, das dachte ich mir. Ich wollte es dir nur sagen. Vielleicht hat es dich interessiert oder so. Frage ist nur, warum hat da jemand eingebrochen? Ist da jemand eingebrochen? Warum brach da jemand ein? Das ist auch sehr schön, danke. Und eingebrochen. Warum erbrach da jemand eine Tür? Und da sind wir wieder bei Doors. Ja. Dann ist aber doch die eigentliche Frage, was macht die Tür jetzt? Geht sie auf? Ja, Jojo fährt dann zurück. Hat es aber den anderen gesagt? Oder hat die eine Nachricht geschrieben? Fährt zurück und schraubt ihr Comlink auf. Das von Yegor oder irgendeins? Das von Yegor. Das war doch erstmal ihrs. Okay. Was wünschst du zu tun? Ich möchte wissen, ob da ein externes Mikrofon drin ist. Natürlich. Ich möchte wissen, ob da ein Mikrofon drin ist, das oder irgendetwas da drin ist, was da nicht reingehört. Ich möchte wissen, ob der überwacht, was wir tun. Erstens, das wäre natürlich auf einer Softwarebasis 70 mal einfacher. Zweitens, du brauchst eine ganze Weile, um dir die Teile einzeln anzusehen und kurz an Geräte anzustecken und zu gucken, was deren Funktion ist, denn so ein teures Comlink hast du noch nicht in deiner Hand gehalten. Neueste Ware, geilster Shit, Neonet, hurra, hurra. Okay. Und nein, da ist erstmal nichts. Okay. Erstmal nichts. Ja, okay. Ach, verdammt, Jojo hat keine elektronische Kriegsführung, schade. Aber die beiden anderen. Das ist richtig. Ja, korrekt. Wenn der Zeitpunkt kommt, an dem wir wieder zusammensitzen, wird Jojo unsere drei Comlinks nehmen. Irgendwo mit uns hingehen, wo es niemand anderen, also irgendwo hingehen mit euch, wo es niemand anderen stört und einen zielgerichteten Störsender anmachen und auf die Comlinks richten. Okay. Was soll der Spaß jetzt? Ich trau der ganzen Sache nicht. Ich will wissen, ob da irgendwas ist, was unsere Schritte überwacht und überwacht, was wir tun und sagen. Sie hat das übrigens, sie ist dann in einen anderen Raum gegangen. Ja, das habe ich mir gedacht. Als dort, wo die Comlinks sind, damit man nicht hört, was wir erzählen, falls der Störsender nicht gut genug sein sollte. Der ist gut genug. Aber könnten wir dann nicht ja, einfach die Comlinks da liegen lassen und so tun, als wenn wir also dann nur die Dusche nebenan machen und dann 3 Kilometer weit wegfahren. Gefühlt.
Ja, aber ich will wissen, ob irgendjemand reagiert, wenn die Comlinks mal keinen Empfang haben oder sowas in der Art. Ich, wie gesagt, ich habt ihr eine Möglichkeit, das rauszufinden? Ihr kennt euch doch da aus. Ja, ein bisschen die Richtung. Bisschen oder gut? Dann sollten wir die Dinger dann lieber formatieren. Naja, wenn wir es formatieren, dann bleibt vermutlich trotzdem noch das drauf, was wir uns sozusagen drauf gespielt haben. Es sind seine Programme. Das ist es. Es sind seine Programme und ich weiß nicht genau, was dann da irgendwie für Sicherheitsmechanismen oder irgendwas eingebaut sind. Naja, wenn wir dann ein neues Betriebssystem draufpacken, dann ist das gut. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so einfach ist, da mal so eben ein neues Betriebssystem draufzupacken. Da haben wir noch jemanden für, oder? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten. Jemand Drittes da rein involvieren. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Es sei denn, wir drei sitzen dann demnächst auf diesem Stuhl. War nur eine Idee. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch paranoid, keine Ahnung. Aber ich traue der Sache nicht. Was ihr alle drei machen könnt, ist Computer, also eine Analyse über das Comlink drüber laufen lassen. Ihr seid zwar keine Hacker, aber man kann ja auch mal Glück haben, hint, hint. Quasi einfach selber durchgucken, ob euch irgendwas auffällt. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr quasi ein anderes Comlink dieser Sorte hättet und gucken würdet mit elektronischer Kriegsführung, was das für Signale sendet, das hat ja GPS und alles mit drin, und wie die aussehen ungefähr und welche Frequenzen das sind und so weiter. Und dann gucken, ob da noch irgendwas extra ist von denen, die ihr habt. Ansonsten wüsste ich nichts. Ja, gucken wir mal drüber. Dann machen wir Computer und Intision. Okay. Das machen wir alle. Jo. Bam, zwei Erfolge, ich bin so gut. Bam, vier Erfolge, ich bin so gut. Da ist nichts. Und du hast sogar das Betriebssystem in Teilen verstanden. Also, nee, hast du nicht, du hast keine Ahnung, aber es sieht halt echt nichts komisch aus. Oh, ach so, und für 3000 Yen kann man das bei Neonet einschicken lassen und gucken lassen, ob damit irgendwas komisch ist. Weil bei der Preisklasse müssen sie schon so einen Service anbieten. Natürlich ganz diskret. Nö. Das dachte ich mir. Ah, habe ich nicht so viel Kohle? Du hast 60.000 bekommen. Also ihr habt 60.000 bekommen. Ach so, ich dachte, die kriegen wir erst nach erfolgreichem Abschluss. Nein, ihr habt den Credstick direkt bekommen. Die habe ich auch noch. Der Lee hat 60.000. Also 20.000, aber... Na Moment, es gab einen Kretzing und der Lee war der Einzige, der bisher gesagt hat, ja, ja, meins, meins. Also tut mir leid, aber Karban hat 60.000. Okay, Karban hat 60.000. Ich meine, die waren schon alle dabei. Wenn jemand sagt, gib Geface meinen Anteil, dann macht er das vielleicht schon, aber... Ja, schon, ja. Na, ich glaube, kommen wir dann erst am Ende. Okay, ich kann nichts finden. Na, vielleicht ist auch alles okay, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht können wir ihm auch einfach ein bisschen vertrauen. Immerhin will er ja auch, dass er alles getan wird. So, ich habe übrigens was erfahren. Also, folgendes. Die Tussi hat tatsächlich da gearbeitet. Sie arbeitet da nicht mehr, was wir uns ja schon fast gedacht haben. Und sie scheint wohl auch nicht mehr auf der Arbeit aufgetaucht zu sein. Auf jeden Fall hat der Chef die Polizei gerufen. Die Polizei konnte sie auffinden. Also sie war auffindbar, aber irgendwie offensichtlich nicht an den üblichen Orten. Weiß ich nicht. Und jemand hat da versucht, in ein Büro einzubrechen. Ich nehme mal fast an, dass das ihr Büro war. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja gut, sie suchen ein Auto, dann sie quasi. Ja. Vielleicht gibt's da ja einen, ne?
Hatten die da auch versucht, da das Auto zu finden. Hinweise zu finden, ja. Ja, ansonsten... nee, das war's eigentlich. Also viel mehr Infos habe ich da jetzt auch nicht rausgekriegt. Konnte jetzt natürlich auch nicht so extrem nervtötend fragen, aber... Xu hat ja gerade Schicht und ihm fällt ein anderer Wagen auf, der da schon echt ganz schön lange steht. Schon bevor er da war. Und zwischendurch war der Typ, der drin sitzt, mal draußen und hat sich einen Kaffee geholt, aber er sitzt halt jetzt auch schon echt eine ganze Weile im Auto. Dann würde ich unauffällig schon mal Fotos machen von dem. Gut. Vielleicht mein Tier, den Wagen halt, ja. Wagen vom Typen, wenn der rausgeht. Und er kommt erstmal gerade noch nicht wieder raus, aber irgendwann muss er raus, es sei denn, er hat einen Fäkalienbehälter. Aber keiner war so klug wie du. Du bist der Einzige, der bei der Beschattung drin sitzen kann und sagen kann, fickt euch, ihr Wichser. Ernsthaft? Ich muss nicht Fäkalienbehälter? Pissen. Ich habe keinen Fäkalienbehälter. So viel ist gesagt. Intelligenter. Okay. Dann würde ich die Bilder mal einfach verschicken an unsere zwei anderen. Du hast den ja echt gestrichen. Hab ich nicht. Nicht? Hab ich nicht eigentlich. Hab ich sogar einberechnet. Okay, dann habe ich vielleicht irgendwas... Alter, ich hatte gerade echt Angst, dass du doch nicht der einzig vernünftige Spieler bist. Nee. Gott sei Dank, Alter, ich schwitze, Junge. Aber ja, bekommt Bilder von dem Auto. Parkt er auch schon eine Weile. Scheint den Laden auch zu beschatten. Kommt dann so hinterher. Ist ärgerlich. Kann auch die Worry sein. Oder eine dritte Partei. Oder eine zweite oder was auch immer. Wenn wir ein Foto von dem Typen kriegen, kommt er mir bekannt vor in irgendeiner Form? Bitte nochmal, ich hab's nicht verstanden. Wenn wir ein Foto von dem Typen kriegen, also das ist doch keins. Ja, aber Xu hat doch gerade gesagt, er macht dann ein Foto, wenn der Typ rauskommt. Ja, er kommt aber jetzt noch nicht raus. Ja, wenn er rauskommen würde. Ach so, okay. Sobald er rauskommt, sage ich dir, dann kriegst du ein Foto, kein Ding. Okay, ja, ich selbst weiß jetzt nicht, sie kann weiter nähen, das muss sie tun. Das heißt, damit ist sie auch beschäftigt. Das dauert ja eine ganze Weile, solche Kostüme zusammenzuschustern. Okay, so nach 20 Minuten fährt der Wagen weg. Dann mache ich nochmal ein Foto vom Wagen, wie er wegfährt. Vielleicht verfolgt ihn. Irgendwas. Dann fahre ich ihm hinterher. Wenn er kommt, verfolge ihn. Mal mit der Reaktion und Bodenfahrzeuge. Ich schwing mich in ein Fahrzeug und fahre ihm entgegen, um wieder abzulösen. Mhm. Ja, so hart verkacke ich jetzt nicht. Du kannst eine ganze Weile dranbleiben, du hast doch nochmal relativ großes Glück, weil es, nennen wir es mal, einen Unfall gab. Da ist vermutlich eine Gasleitung explodiert oder so, keine Ahnung, irgendwas ist da und da muss alles ein bisschen umgeleitet werden und im Stau ist es immer gut, da kann man dranbleiben, ohne dass es auffällt. Der fährt eine ganze Weile durch Jonskoi und biegt dann ab nach Osten Richtung Chovrino. Wird dann halten an einem Aztec-Waffenladen und aussteigen und erstmal die Straße lang gehen. Ganz und viele ja, Fotos. Da kannst du ganz viele Fotos machen. Es ist ein Elf. Oh Gott, der Elf von dem Tresen. Der nicht, aber mindestens genauso schlimm. Er ist vollkommen glatzköpfig. Du kriegst sogar ein paar Bilder, wenn du möchtest, von der Seite und von vorn, weil du ja vorbeifahren kannst. Ja. Ist einfach ein übelstes Narbengesicht. Der sieht aus, als wäre der mehrmals ins Messer gehüpft, wie Elfen halt so sind. Und hat auch einen eher abgehackten Gang, der wirkt etwas gehetzt und wird dann mal Wahrnehmung, Intuition bitte. Minus eins.
Er rempelt halt, ich meine, da sind ein paar Leute auf der Straße, er läuft halt zackig, deswegen rempelt er einen an. Dem fällt daraufhin sein Einkauf runter und er hilft ihm dann kurz, das in den Scheiß reinzuräumen und dabei fällt ihm quasi einfach so ein kleiner Datenchip mit in den Einkauf. Dann geht er weiter. Dann bleibe ich an, ich sehe das ja, ja, ich sehe das. Ja, du siehst das. Dann bleibe ich an dem Typen mit dem Einkauf heran und sag, ich verfolge einen Datenchip, den er gerade verloren hat. Oder eventuell könnte es eine Übergabe gewesen sein. Das war eine klassische Übergabe. Soll ich da dranbleiben? Klar. Ja, dann bleibe ich am Datenchip. Komme ich denn mittlerweile nah genug ran, quasi, dass ich ihn auch ablösen kann? Du brauchst so eine ganze Weile. Ja. Ich bin in einer Viertelstunde da. Fall bloß hier. Lux. Na Juti, er wird in die U-Bahn gehen, da kannst du natürlich mit dem Auto nicht so richtig hinterher. U-Bahn, hinterher, Fragezeichen, Nachricht. Ja. Gehe ich hinterher. Dann brauche ich erstmal Intuition und Schleichen. Ah. Du folgst ihm unten bis zur Haltestelle, er wartet dann offensichtlich ein Weilchen. Und dann guckt er genervt auf seinen Comlink und geht wieder nach oben. Dann ist Kaban jetzt ungefähr in der Nähe, oder? Nee. Na, da vergeht schon Zeit. Ja, aber nicht so viel. Weißt du, er hat das Ding bekommen und dann ist er in die U-Bahn gegangen 2 Minuten später und Kaban hat gesagt, eine Viertelstunde? Naja. Naja, dann werde ich ungefähr... Hast du Bilder von dem Typen gemacht? Mache ich weitere Bilder von dem erstmal, natürlich. Mhm. Und dann werde ich halt ein bisschen delayed, so 25 Sekunden nach dem Hochgehen. Okay. Wenn du oben ankommst, blickt er sich nochmal um und fängt dann an zu rennen. Hat mich entdeckt. Also. Komm dann auf Na Text, dann beeil dich. Und hinterher. Stärke und Schleichen oder Stärke und Rennen, worauf du mehr Bock hast? Ich habe gehört Stärke und Schleichen. Schleichen, auch wenn ich das gerade gewürfelt habe. 2 Erfolge, ja? Ah nee, 1 Erfolg. Ein Erfolg. Na gut. Okay, während du versuchst, dich immer an den Massen vorbeizudrücken und einfach irgendwie durchzukommen, ist er halt schon eher die Dampfwalze, die sich den Weg pflügt. Und er wird dann... Dass ich das nochmal bei den Elfen hören darf. Ah nee, der andere Typ war kein Elf, ne? Der andere Typ war ein Mensch. Hilfe und Dampf, falls nicht nötig. Er wird dann, er ist halt einfach schneller als du, sag ich mal. Na, dann, rufe ich meinen Wagen. Okay. Dem vielleicht noch irgendwie hinterherkommen. Okay. Du kannst, könntest den theoretisch fernsteuern und herfahren, weißt du? Ja, das wäre eine Idee. Und ihn anfahren. Oder so. Ich sag mal so, wenn du, also jetzt gerade würdest du halt damit 4 andere vielleicht noch mitverletzen. Aber der würde ja bestimmt irgendwo hinrennen, wo dann nicht immer so viele Leute auf dem Fußweg sind. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die dir offen steht. Weil auf kurz oder lang wirst du vermutlich nicht schneller sein als er. Das Auto kommt dir auf jeden Fall hinterher und der wird es auch nicht mal gleich bemerken als dein Auto. Und er wird sich dann auch, er wird halt ein bisschen abbiegen und ein paar Sachen lang rennen, aber er geht nie irgendwo kleine Treppen runter oder so, weil es da keine gibt. Mit anderen Worten, das Auto kann auch immer in seiner Nähe bleiben. Ja. Ja, und dann, werde ich immer noch versuchen, denen zu folgen. Okay, der kann ja irgendwann nicht mehr, ne? Natürlich. Du ja auch nicht.
Ja, ich bin auch ein fauler Ricker. Gut, das hast du gesagt, aber stimmt ja auch. Aber der wird irgendwann stehen bleiben an, keine Ahnung, was ist das, irgend so ein Modegeschäft, so ein billiges, wird dann verschnaufen, wird sich umgucken, ist einigermaßen zufrieden und geht rein. Dann mache ich jetzt mal Foto vom Laden, wenn ich da, ne? Ja. Und dann schicke ich den Laden mal erstmal in den Chat sozusagen. Und frag dann, ob ich in den Laden folgen soll. So. Da könnte halt Backup stehen und alles. Deswegen halt nicht. Nein. Du brauchst dann noch ein paar Minuten bis zum Laden, aber Gaban kann die sogar zwischendurch aufsammeln. Juhu, ich sammle ihn auf. Aber Gaban kann in den Laden. Genau, ist der in den Laden? Dort auf den Laden. Der ist ja, noch nicht wieder raus. Okay. Ich gehe da mal kurz rein. Durch die Hintertür, aber. Ja, ich gehe da mal rein und schaue mich in dem Laden um. War im Auto. Ja, du hast eben so einen Kassierer-Dude und einen anderen Kunden, der offensichtlich eher ist, der sich gerade umguckt nach irgendwelchen Klamotten. Scheinbar. Scheinbar. Dam-dam-dam! Der hat dann schaue ich mich um und das ist ein ganz normaler Kleidungsplan, ne? Naja. Ja, ich will natürlich hier in der Sportabteilung gucken. Warte mal, die Sportabteilung? Behandeln. Ja, okay, also doch, klar, es gibt ein paar Sachen. Ja, zumindest Schuhe. Ja. Ja, du merkst auch, dass der Typ sich erstmal noch wieder ein bisschen seinen Atem beruhigen muss. Mhm. Dann würde er wild aus seinem Comlink rumtippen. Und dann geht er raus. Ich hatte ja kurz überlegt, dass ich ihm den Einkauf quasi einmal seine Taschen klauen. Ins Auto springen und los. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich das sogar tun, ja. Die Tüte wegreißen und ins Auto und los. Naja, wenn die, also, er muss sich ja umgucken, er muss ja so tun, als wenn er ein Kunde wäre. Dementsprechend muss er die Tüte ja vielleicht mal abstellen und so weiter. Naja, du kannst es auch noch machen, wenn er rausgeht, ich meine. Was ist, wenn der Typ nicht mehr in der Tüte ist? Wir wissen nicht, was er im Laden gemacht hat. Ganzen Typen schnappen. Ich. Er geht raus in 5. Ja, ich nehme die Tüte gleich mit, beim Rausgehen. Die Tüten, aber nicht ihn. Habe ich jetzt richtig verstanden. Obwohl, wir könnten auch gleich ihn mitnehmen. Fährst du vor? Ich warte direkt vom Laden. Machst du die Tür auf, ich schubse ihn ins Auto, wir nehmen ihn. Hab schon ein Messer bereit. Ja, du musst nur die Tür aufmachen. Er muss noch reden können. Die Tür schwingt auf. Tja, ich glaube, die Sekunde, die er braucht, um dich zu erkennen, nützt ihm nicht viel. Ich schub ihn da quasi rein. Ja. Ne, Tür zu. Fahr los. Und Störsender. Du? Ich mach natürlich den Störsender an. Ja. Dann zieh ich meine Knarre, um noch ein bisschen einschüchterner zu sein. Wow, 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 hey, hey, hey. Wow, wow, hey, genau. Komm, Link, schön. Komm, Link, kaputt machen sofort. Nicht kaputt machen, einfach nur ausmachen. Aus. So. Also. Du hast ja gerade einen sehr netten Einkauf gehabt. Akku raus. Akku raus. Akku raus, GPS raus, ich verstehe. Der Standardkram. Liegt auf der Straße. Und dann, Gas. Judy. Gut, du hattest einen sehr netten Einkauf gerade. Ich hätte gerne die Tasche. Gib dir die Tasche. Ich suche kurz, ob der Datenchip da drin ist. Nope. Okay, wo ist der Chip? Chip oder Leben? 3, 2, 1. Okay, ich schieße in den Knie. Er stöhnt vor Schmerz auf. Wo ist der Chip? In dem Laden, bei dem Schuriga ganz unten unter der letzten Packung.
Dann kommt ein Call für Jojo, dass er den abholen kann. Also so eine Nachricht. Die ist zu weit weg. Die nährt gerade, also sie braucht ungefähr eine Stunde bis dahin. Ja, steigst du aus, holst es ab. Ja, wir fahren in dem Auto weiter. Ich steig aus. Würde ich sagen, steig aus sozusagen und lass meinen Wagen so einmal um den Block fahren. Ja. Und dann gehe ich mit verstecktem Messer Richtung Laden so und hab mir das, was er halt gesagt hat. Ja, so. Da ist nichts. Du. Dann komm, da ist nichts. Da ist nichts, also. Was? Zweites Knie. Er stöhnt vor Schmerz auf. Mhm. Was hast du für eine Waffe dafür? Das ist eine Zestare. Okay. Mann, er muss da sein. Hast du dich vielleicht mal klar verirrt? Überleg nochmal ganz stark. Zweites von rechts, ganz unten Schuhe. Zweites von rechts, ganz unten Schuhe. Vielleicht kann er jetzt halt so links nicht unterscheiden. Wem hast du geschrieben? Nochmal bitte was? Wem hast du geschrieben? Ja, komm, Alter, Ehre unter Dieben, komm, Alter. Xu, guck auf der anderen Seite. Ja, ich guck auf der anderen Seite dann. Nochmal. Da ist ein Chip. Ich hab ihn, komm dann. Okay, wem hast du geschrieben? Komm, Alter, Ehre unter Dieben. Für wen arbeitest du? 3. Wenn ich's dir sage, bist du sicher, dass du das hören willst? Ja, natürlich. Noch kommst du nämlich da raus, Alter. Aber wenn ich's dir sage, dann sterben wir alle. Das glaube ich nicht. Aber ich weiß, dass wenn du nicht antwortest, dass du stirbst. Auf eine grausame, bestiale Art. Er scheint zu überlegen. Offenbar hält er dich nicht für grausamer und bestialischer als die Alternative. Ich drück die Waffe an seinen... Bote von Jojo hilft vielleicht. Schade, dass wir das Video gelöscht haben. Meine Auftraggeberin! Oh, ich wollte nicht verraten. Entschuldigung, Flummi. Arschloch. Wie darf ich in Ruhe Verräter sein? Er drückt die Pistole an seinen Handrücken. 3. 2. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich schieße ihm in die Hand. Guck mal, ob der Tattoos hat. Hat er Tattoos? Klar hat der Tattoos, eine ganze Menge. Auch die von der Flori? Na, von Florina. Ah. Wir sind eh gegen Florina, also. Das stimmt. Florina? Sag doch gleich, dass wir im selben Team. Komm ich dann auch irgendwann wieder in den Wagen, ja, ne? Da müsst ihr jetzt mal im Block fahren sein, oder? Achso, na klar, du bist wieder drin. Ja, dann raus aus dem Gebiet. Und ja. Ja, easy. Ja, ich sag dem so, ja, ach, Fluten, ja. Also nachdem ich dann so mit der Pistole seine Tattoos so abgegangen bin. Ach, sag doch gleich, dass wir im selben Team sind. Wenn du wir im selben Team wären, hättest du meinen Kopf schon zertreten. Ja, stimmt, hast recht. Ich zieh seine die Pistole hoch. Sein Kopf. Hm. Naja, ne? Beauty. Der darf jedenfalls nicht überleben, der geht zu. Ich sag mal so, du musst dann ein paar Kugeln aus dem Auto vielleicht rauspulen. Ist jetzt kein großer Schaden, aber ich meine, so eine Beule hat's schon. Ja, das ist nicht ganz so schlimm. Nee, das Man ist kennt sich ja damit langsam aus. Aber bevor ich abdrücke, wollte ich noch fragen, ob der noch ein paar letzte Boote hat. Ach. Du fragst ihn das, ja? Ja. Jetzt brauche ich noch letzte Worte für ihn. Fick dich, du hässliches Schwein. Suka! Pam. Ja. Es war jetzt nur ein Wort, aber der war nicht so erfindungsreich. Der konnte ja nicht mal rechts und links unterscheiden. Wie übrigens 18% aller Deutschen. Jedenfalls nicht konsistent. Nicht unter Stresssituationen. Gut, wir haben eine Leiche zu verstecken in dem Auto. Ich würde sagen... Ich weiß, wohin damit. Gut.
Ja, dann, gib wohin? Gib mir das Auto, ich erledige das. Okay. Dann, sie hat ja Zugangscode schon seit der letzten Mission, also. Ja, Jojo hört dann auf mit dem Nähen und holt das Auto ab. Willst du dann den Guren zum Fraß vorwerfen? Das übliche Prozedere dorthin, wo sie auch mit den Kindern war und ab dafür. Und du willst ihn erst noch zerteilen? Ja, klar. Okay. Dann wirst du ihn vermutlich in Daddys Autoschmuggelbehälter dann packen. Ja. Okay. Gut. Ach ja. Es geht doch nichts über eine vernünftige Entsorgung. Ich habe irgendwie gerade das Bild im Kopf, wie sie seinen abgetrennten Kopf hochnimmt, das Gesicht zu sich dreht und sagt, wir zwei hätten so viel Spaß miteinander haben können. Ich stelle mir vor, wie sie immer erst den ganzen Typen in den Schmuggelbehälter lädt. Oder nee, neben den Leichenteilen steht und erstmal eine raucht. Denn grußverdeckende Zigarette. Ja. Das fände ich auch schön. Und dann ein bisschen drauf rumspringt, damit auch alles reinpasst. Oh Gott. Wird immer darker. Nein, das passt schon. Ah, das ist nicht dark, das ist fluffy. So eine Leiche, so eine zerteilte, das ist echt fluffy. Mm. Ja, alltäglich. Jodi. Ja, Jojo kommt irgendwann zurück und guckt, dass sie ihre Klamotten zuerst in die Waschmaschine schmeißt und sich dann selbst auch in die Waschmaschine schmeißt. Und okay, Jojo ist tot. Haha. Irgendein altes, billiges Comlink mitbringt, damit wir mal gucken können, was auf dem Chip ist. Was wir nicht im Ganghaus tun werden, je nachdem, was auf dem Chip ist. Mhm. Beauty. Also. Video, das langweiligste der Welt, das entspricht nämlich ungefähr denen, die ihr angefertigt habt vom Eingang des Dings. Und Bilder, keine Videos vom Büro Nummer 2, wo er eingebrochen wurde. Plus ein paar Daten über das Schloss, wie man das knackt, wenn man keine Ahnung hat. Sieht ziemlich zerwühlt da drin aus, als hätte jemand was gesucht, du weißt schon, hat aber offenbar nichts gefunden. Jedenfalls sind dann darüber keine Daten drauf. Und es wurde auch sonst definitiv nur der Chip ausgetauscht und kein anderes Item der Wahl. Dann. Dafür ist er gestorben. Tschö. Oh. Passiert. Der gehörte zu Feinden, zu den Feinden, das ist so egal. Hätte er sich mehr angestrengt, hätte sein Tod vielleicht sogar einen Sinn gehabt. Hätte sogar spannend werden können. Gut, dann haben wir jetzt die Wahl, entweder selbst bei dem komischen Rechtsanwalt einzubrechen, um zu gucken, dass wir irgendwas finden, wobei wir nicht wissen, wonach wir suchen. Das haben die uns voraus. Wir haben zusätzlich die Wahl, nach dem anderen Typen zu gucken oder einem anderen Beobachter zu gucken, den zu verfolgen. Vielleicht kriegen wir aus dem raus, was sie überhaupt gesucht haben. Damit wir die vielleicht vor der Ische finden. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Und was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein, außer dann dahin zu gehen, wobei ich stark bezweifle, dass sie da auftauchen wird. Das Einzige, was man gegebenenfalls machen kann, ist dort dann nach ihr fragen. Ja, eben. Das Gute ist, sie scheint auch denen unbekannterweise entfleucht zu sein, also von daher. Ja. Wobei mich das wundert, dass Igor da nicht oder dass generell die nicht an die rankommen, wenn die Bullen zumindest wissen, wo sie ist. Kannst du nicht? Letztes Mal konnten wir mit ihr reden, oder? Also mit unserer Freundin. Was? Letztes Mal konnten wir mit unserer Freundin reden, oder? Also jedenfalls grob. Ja. Können wir sie nicht einfach nochmal wieder fragen?
dann wird sie die Sachen wieder abrechnen und sich verpissen, ne? Und dann ist gut. Ja. Ja, ohne Scheiß jetzt. Ja. Ich will da echt ungern hin. Also ich meine, du hast echt bestimmt viel Arbeit gemacht mit den Kostümen, aber ich werde es auch tragen. Ja. Ja. Also diese Kostüme sind jetzt mein geringstes Problem. Aber nee, ich meine jetzt... Natürlich wirst du sie tragen. Solange du noch Prossy bist, habe ich noch das Recht, dir vorzuschreiben, dass du dieses Kostüm tragen wirst, mit dem ich mir so viel Mühe gemacht habe. Das ist schön. Ja. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir fragen, das geht schneller und wir kriegen mit Sicherheit eine gute Antwort. Sie weiß, dass wir wissen, wer sie ist, also... Mhm. Ja. Sie wird dort wahrscheinlich nicht wohnen. Wahrscheinlich. Nee, diesmal nicht, aber sie wird da trotzdem sein. Wieder, wenn wir da noch fahren jetzt gleich. Ach, wollt ihr da hinfahren? Ja, du kommst, ich würde sagen, du kommst mit. Weil das ist ein magisches Wesen. Ich hätte gerne magische Unterstützung. Jo. Ich weiß aber nicht, ob, wenn die mal ausrastet, ich schnell genug bin. Und ich weiß auch nicht, ob das der richtige Ort ist, um mit dir zu reden. In dem Ding drin. Wenn sie nicht, ist es besser zu warten, bis sie rauskommt. Die wohnt da bestimmt nicht drin. Ja, können wir machen. Ich möchte nicht unbedingt die Aufmerksamkeit dieses Ladens auf mich ziehen und hinterher dafür sorgen, dass ich Kameraaufzeichnungen beseitigen muss. Ja, das ist richtig. Außerdem hätte ich vorher gerne was Ansprechendes. Hm? Na, keine Ahnung. Ich habe gehört, die vertragen einige Sachen nicht. So. Ja, ein bisschen Schutzmaßnahmen. Den Knoblauchöl und den Halt oder so. Hä? Holz? Ja. Zeugs. Ja, das war eine Anspielung auf Vampire. Wo kriegt man denn jetzt hier Holz her? Eben aus dem Wald. Silber? Hä? Silber? Ja, naja, Holz ja auch. Müsste ja eigentlich gehen. Irgendwo wird es bestimmt noch sowas wie verkrüppelte Bäume geben. Eben. Ja, aber das Silber kannst du einfach aus den Klamotten, die du schon hast, rauspopeln und zu einem Ball formen, zu einem Massageball. Ja, ich weiß halt nicht, wie die auf Silber reagieren. Ist das jetzt besonders schlimm für die oder nicht? Oder? Genauso wie Holz. Also ziemlich schlimm. Mhm. Okay. Naja, dann können wir mal da in die Nähe fahren. Ich muss wissen, was ihr genau mitnehmt. Hatten wir eine Frequenz, so dass, also wir wissen ja, dass die kreischen und dass das sehr unangenehm sein kann. Konnte man da mit einem selektiven Geräuschfilter was machen? Er wird darauf auf jeden Fall reagieren, automatisch. Okay. Na, wenn, dann würde ich sowieso erstmal im Auto sitzen bleiben, damit ich meine Aura nicht sofort wahrnehmen kann, die blöde Kuh. Aber... Haben wir heute eigentlich 22 ohne Pause gemacht? Nö. Dann tun wir das doch noch weiter. Nee, ja, redet das erstmal zu Ende, ist ja jetzt Quatsch. Was brauchen wir denn noch? Ich stehe gerade eben ja völlig auf dem Schlauch. Wir können auch jetzt eine Pause machen. Jetzt lohnt es sich noch. Okay, gut, dann machen wir das jetzt. Ooh, and you're burning.
So, ein kleines Schnittchen. Man muss ja die Leute immer auf Trab halten. Und da sie sich letzte Woche schon den halben Abend mit Damian anfreunden konnten, was immer sehr gut ist. Denn man braucht ja Freunde. Hm. Gerade Xu. Weil mit den anderen beiden, da kannst du halt nicht viel anfangen im Ernstfall. Der weiß ja, dass du dich nicht auf die verlassen kannst. Oder? Auf jeden Fall, da muss ja heute wieder mal was passieren. Also ich meine, auftragsmäßig ist ja jetzt nicht so viel passiert. Und da muss Druck dahinter stehen. Das ist ganz wichtig. Wenn du merkst, dass sie nichts machen, direkt Leute erschießen lassen. Ganz wichtig. mit der Prämisse, dass es irgendwie keinen geben soll, der davon was mitkriegt, was sie da jetzt eigentlich tun, werden sie natürlich, und ich weiß, da werden wieder viele Leute ein bisschen weinen, einen Haufen Leute abknallen. Also im Wesentlichen versuchen sie es halt bei allen, bei denen sie irgendwie Infos rauskriegen, bei denen sie sich nicht sicher sein können, dass die am Ende quatschen und die ihnen egal sind. Also echt viele. Das ist aber auch voll gut, finde ich, weil das bringt diesen Aspekt von es ist Krieg in der Stadt und wahllos müssen Menschen sterben, deswegen irgendwie auch in die Runde. Ne? Also wenn da jemand weinen möchte, dann muss er sich diesmal bei mir ausweinen. Da können die ja tatsächlich gar nicht so viel für. Ich habe sie ja gezwungen dazu, weil halt Krieg ist. Und ich werde dann mein Schulterpolster rausholen. Aus meinem Sportsakko. Das mit noch einem Taschentuch bekleben und mir auf die Schulter legen, damit ihr kommen könnt und den Kopf ablegen könnt. Ich bin da auch wirklich so ein ganz knuddeliger Dude. So ein richtiger Teddybär. Ich tröste gerne. Ja. Dass ihr das schon mal wisst. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milzbros.